Bis 9 Uhr. Vielen Dank, Stefan Kohle, für diese Übergabe. Und ich kann Ihnen vielleicht eines vorab versprechen. Der Brexit wird auch hier aus Straßburg aus Sicht des Europaparlaments in den Blick genommen. Man hat sich ein bisschen festgelegt und hat gesagt, heute beginnen wir mit dem Urheberrecht, morgen dann der Brexit. Also alles wird geliefert, sozusagen zu seiner Zeit. Heute also wollen wir sprechen über die Reform des Urheberrechts, über eine Anpassung ans Internetzeitalter. Ich bin sehr froh, dass zwei Gäste zu uns gefunden haben, die tatsächlich Experten sind auf diesem Gebiet und die den ganzen Prozess mit begleitet haben. Ich darf ganz herzlich begrüßen Sven Schulze von der EVP-Fraktion. Er ist dort unter anderem im Ausschuss, im Sozialausschuss aktiv, aber auch in anderen. Und ich darf herzlich begrüßen Martin Schirdewan von der Linken-Fraktion. Er ist auch Spitzenkandidat für seine Partei und er ist im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Also, Stefan Kohle, Sie haben es angedeutet, es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, es ist kontrovers. Das Internetzeitalter erfordert eben Anpassungen juristischerseits. Die EU-Kommission hat das angeregt 2016 und hat man sich im Februar 2019 nach einem ziemlich langen Prozess geeinigt und ist jetzt an einer Stufe angekommen, wo man nochmal letztlich debattieren und abstimmen kann. Das Ganze heute also im Europaparlament. Tatsächlich möchten wir aber noch mal ein bisschen tiefer gehen und noch mal die Genesis aufrufen. Herr Schulze, würde gerne bei Ihnen beginnen. Das ist jetzt ein Thema, was fast nicht mehr zumindest in Deutschland emotionsfrei besprochen werden kann. Wir machen hier jetzt dennoch den Versuch. Wenn wir noch mal ganz klar sagen, warum braucht es jetzt diese Novelle? Ja, weil es hier auch um das Thema Schutz des geistigen Eigentums im Internet geht. Es geht darum, dass wir Plattformen haben im Internet, die Inhalte nutzen, die ihnen nicht gehören, damit aber sehr viel Geld verdienen, dass Kreative, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten müssen, nicht davon leben können, wenn sie für ihre Inhalte, für das, was sie erschaffen haben, kein Geld bekommen, nichts verdienen. Und da müssen wir natürlich darauf reagieren. Und das, wie Sie richtig gesagt haben, ist kein Prozess, der in den letzten Wochen hier passiert ist, sondern das ist eine Zeit in den letzten Jahren gewesen, wo man sich hier über die Fraktion hinaus, im Rat, auch in der Kommission auf ein Ergebnis verständigt hat, was wir heute hier im Europäischen Parlament abstimmen wollen. Also ein längerer Prozess seit 2016, damals übrigens vom EU-Kommissar für Digitales in dieser Funktion Günther Oettinger angeregt und auf den Weg gebracht und ja auch ein Prozess, wo ganz viele Gruppen mitgespielt haben. Über Entscheidungsfindung können wir auch gleich noch sprechen, Martin Schirdewan. Wenn wir jetzt einfach mal uns das angucken und sagen, an welcher Stelle sehen wir den Bedarf für Veränderung? Was genau muss verändert werden aus Ihrer Perspektive? Ja, wir sind uns zunächst darin einig, dass wir natürlich ein an das Internetzeitalter angepasstes Urheberschutzrecht brauchen, das aber gleichzeitig gewährleistet, dass zum Beispiel der freie Meinungsaustausch auch im Internet weiterhin erhalten bleibt. Und ich glaube, dass die jetzt vorliegende Copyright Directive, also das Leistungsschutzrecht, was auf europäischer Ebene verhandelt worden ist in den letzten Jahren, beiden Ansprüchen noch nicht gerecht werden kann. Da gibt es ja einige ganz entscheidende Knackpunkte, die auch in der Genese intensiv diskutiert worden sind, in der europäischen Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen heute darüber entscheiden, inwieweit Urheberrechte tatsächlich geschützt werden können durch die vorliegende Urheberrechtsrichtlinie, Leistungsschutzrichtlinie. Ich sehe das nicht. Ja. Und ich glaube, wir müssen auch darüber reden, inwieweit das freie Internet verteidigt werden kann. Und ich sehe auch das nicht gewährleistet derzeit. Ja. Würden Sie denn sagen, dass zum aktuellen Zeitpunkt freie Meinungsäußerung absolut uneingeschränkt möglich ist? An jeder Stelle der Welt? Kann man nicht mit Ja beantworten. An jeder Stelle der Welt vielleicht nicht. Das ist natürlich schwierig mit Ja zu beantworten. Aber das sind ja die Voraussetzungen, von denen wir als Europäerinnen und Europäer erstmal ausgehen. Ja, in der Tat. Aber was Sie in der Sache ansprechen, ist ja der Artikel 11. Ne? Es ist gut, dass wir nicht sofort bei Artikel 13 landen. Den haben wir noch vor uns. Also Artikel 11, Leistungsschutzrecht für Verleger. Durchaus. Ne? Es geht um diese Clippings. Es geht darum, sozusagen, was wird rausgenommen? Wie weit ist das möglich? Wie weit kann man da sozusagen ansetzen und dafür etwas aufrufen, dann die Verlage sind doch eigentlich stark genug, um sich da selber irgendwie mit den Plattformen zu einigen, oder Herr Schulze? Naja, scheinbar nicht. Also wir haben von vielen, vielen Verlegern Rückmeldungen bekommen in den letzten Wochen noch mal sehr intensiv, die uns darin bestärken, dass wir hier Ergebnisse brauchen. Dass es also heute speziell nicht sein darf, dass wir das, was wir heute zur Abstimmung haben, scheitern lassen. Und es wurde angesprochen, es gibt sicherlich den einen oder anderen technischen Punkt noch, über den auch in den
den letzten Wochen sehr intensiv diskutiert wurde. Aber ich glaube, dass es auf europäischer Ebene eine breite Unterstützung dafür gibt. Das sagte mein Kollege der Linkspartei ja auch gerade, dass wir hier neue Regeln brauchen, dass wir hier auch an das aktuelle Zeitalter uns anpassen müssen. Und dass am Ende des Tages auch nicht nur die Verlage, sondern auch die Journalisten, die dahinter stecken, auch eine faire Vergütung bekommen, dass wir auch da uns entsprechend an das Zeitalter anpassen. Und das machen wir hiermit. Ja, und ich glaube, was wir in den letzten Tagen erlebt haben, auch in Deutschland, was ich auch richtig und gut fand, dass sich viele Menschen mit der Thematik beschäftigt haben, hat aber zu kurz gegriffen. Wir haben uns immer nur über ein Thema unterhalten, über die technischen Möglichkeiten, gewisse Dinge vielleicht rauszufiltern wahrscheinlich. Aber wir haben uns viel zu wenig darüber unterhalten, was wir eigentlich damit wollen. Nämlich, dass Lizenzen erworben werden, dass wir eine faire Vergütung bekommen, auch im Internet. So wie das an anderer Stelle in der Wirtschaft und in der freien Welt auch die, zur Verfügung steht. Ja, ja. Letzter Punkt noch, Herr Schirdewan, zu Artikel 11 Leistungsschutzrecht. Es gibt ja immer verschiedene Interessenträger, die verschieden groß sind und verschieden mächtig. Es gibt auch eine Abgeordnete hier im Europäischen Parlament von der Piratenpartei, Julia Reda, die auch sozusagen ganz stark vorne in dem kreativen Prozess mit drin war und die gesagt hat, also das, so wie das jetzt geregelt wird oder geregelt werden soll, noch nicht abgestimmt, in Artikel 11 ist das so, dass es wiederum die kleinen Verlage benachteiligt. Auch Ihre Auffassung? Ja, absolut. Das ist auch meine Auffassung. Also wenn man auch da auf die Genese noch mal eingehen möchte, wir wissen ja, dass 2014 im Dezember eine Expertenkommission im Bundestag gesagt hat, dass das deutsche Leistungsschutzrecht, so wie es existiert, als gescheitert zu betrachten ist, weil eben insbesondere nur die großen Verlagshäuser oder die Film- und Musikindustrie davon profitiert haben, aber kleine, mittelständische und Start-ups stark benachteiligt worden sind. Und was mir sehr Sorgen bereitet, ist der Artikel, der heute gerade frisch in der FAZ erschienen ist, wo noch mal darauf hingewiesen wird, dass auch Peter Altmaier, also der deutsche Wirtschaftsminister, offensichtlich die Interessen der kleinen und mittelständischen und der Start-ups zugunsten eines jetzt vorliegenden Leistungsschutzrechts im Interesse der großen Verlagshäuser fallen gelassen hat. Und das bereitet mir große Sorgen. Was überhaupt nicht geregelt ist in diesem Leistungsschutzrecht, und da muss ich Ihnen widersprechen, Herr Schulze, sind die Interessen der Journalistinnen und Journalisten. Mhm. Weil zum Beispiel so unlautere Vertragsverhältnisse wie Total Buyout-Klauseln und so weiter und so fort überhaupt nicht angegangen werden. Das heißt, wenn ein Journalist ein Stück verkauft oder ein Fotograf sein Foto oder ein Grafiker seine Grafik an ein Verlagshaus zur Verfügung stellt, verliert er damit sämtliche Rechte, und solche unlauteren Vertragspraxen sind überhaupt nicht aufgehoben worden, werden überhaupt nicht angegangen. Da kann also nicht davon die Rede sein, dass Leistungsschutzrecht auch mit Urheberschutz harmonisiert wird. Ja. Möchten Sie kurz darauf reagieren? Also hat Herr Altmaier und haben andere da sozusagen an der Stelle zu weit gegriffen? Naja, das sehe ich nicht ganz so. Ich sage mal, zum einen ist es dann immer wunderlich, wenn die Diskussionen jetzt aufkommen, wo die Verhandlungen abgeschlossen sind. Die Bundesregierung hat ja auch die Möglichkeit gehabt, dem Rat entsprechend zu reagieren. Sie hat dem am Ende zugestimmt. Die SPD-Ministerin Barley war da Verhandlungsführerin für die deutsche Bundesregierung. Und ich gebe mit Sicherheit all denjenigen recht, die sagen, bei dem, was wir heute beschließen, gibt es an der einen oder anderen Stelle noch Verbesserungsbedarf. Ja, das haben wir bei fast jeder Thematik, die wir hier haben. Wir sind nirgends so, dass wir alles abschließend verhandelt haben und sagen, da muss nie wieder was dran gemacht werden. Das nicht, aber Fakt ist, und das sagen mir auch Journalistenkollegen, die sagen, wir müssen jetzt hier erstmal beginnen und wir müssen jetzt hier das auch beschließen, damit am Ende des Tages überhaupt was auf dem Tisch liegt. Wenn wir das heute nicht beschließen, dann haben wir im Wesentlichen für viele, viele Bereiche ja nichts Neues geschaffen, und wir haben eine Situation, die sich nicht verändert zu dem, was wir bisher haben. Und zu dem, was wir bisher hatten, gab es ja Gründe, warum wir das geändert haben wollen. Und das nicht erst seit heute schon, sondern seit einigen Jahren hier diskutiert wird. Ja, okay. Die Sache ist in Bewegung. Sie haben im Grunde genommen gerade so etwas wie das Strucksche Gesetz, was wir aus Deutschland kennen, das nicht so rausgeht, wie es reingekommen ist ins Parlament. Und wir sind jetzt auch so ganz zart jetzt doch bei Artikel 13 gelandet. Wenn wir jetzt mal ohne quasi in das Zahlenwerk direkt einzusteigen, aber wenn wir einfach mal in der Draufsicht sagen, in der Beobachtung dessen, was wir in den vergangenen Monaten erlebt haben, auf der Straße und auch im Netz, erinnert das sehr stark an sozusagen diese glaubenskrieghafte Situation, die wir bei TTIP schon mal hatten. Ist das wirklich angemessen der Sache, Herr Schirdewan? Na, ich würde nicht von Glaubenskrieg sprechen, sondern eher davon, dass sich hier die europäische Bevölkerung in weiten Teilen Politik wieder aneignet, dass das eine
aktive demokratische Entscheidung ist, weil es hier darum geht, dass unser aller Lebensalltag davon betroffen ist. Und wir können ja nicht Millionen Leute, die eine Petition unterzeichnen oder Hunderttausende, die auf die Straße gehen oder E-Mails an die Europaabgeordneten schicken, damit eben ein Gesetz auch in ihrem Interesse verabschiedet wird, diffamieren als Glaubenskrieger an dieser Stelle. Das würde ich nicht tun, sondern hier geht es wirklich um eine aktive... Ich habe ja von einer Anmutung gesprochen. Ne? Das ist also sozusagen, wird sehr emotional geführt, ja, von beiden Seiten. Genau, das ist natürlich ein emotionales Thema, weil es uns alle betrifft. Aber trotzdem wird das ja auf sehr informierter Grundlage miteinander ausgefochten. Und das sieht man ja auch, wenn man in die E-Mails hineinguckt. Also hier findet ein ganz aktiver Aneignungsprozess von Demokratie statt. Das begrüße ich sehr an dieser Stelle. Und ich glaube, man muss halt auch die Bedenken sehr ernst nehmen, die in diesen E-Mails oder auf der Straße geäußert werden oder eben die auch durch diese Petition zum Ausdruck gebracht worden sind. Die sich natürlich alle sehr fokussieren und in der Tat eben auch immer ein bisschen den Eindruck hinterlassen einer Kampagne. Nun könnte man sagen, die Antworten, die man zum Teil von denen, die angegriffen wurden, gehört hat, waren auch manchmal ein bisschen sozusagen über den Durst. Also ich erinnere einen Tweet und eine Interviewäußerung vom vergangenen Wochenende, die inzwischen relativiert wurde. Ich weiß, Herr Schürdewan hat angesprochen, die E-Mails, die man erhalten hat. Sie hatten da auch eine Interviewäußerung, wenn ich das recht weiß, von Google gesteuerte Fake-Kampagne. Ich glaube, Sie haben das dann später noch mal ein paar Mal erklärt. Sind wir da an einem Punkt in der politischen Debatte gekommen, wo es uns einfach nicht mehr gut tut und wo wir die Sache ein bisschen aus dem Auge verlieren, nur sozusagen um den Kampf zu gewinnen? Also erstmal finde ich es gut, dass sich viele Menschen mit dieser Thematik beschäftigen. Und ich finde es auch in Ordnung, dass Menschen demonstrieren gehen und sagen, wir haben da eine andere Meinung als vielleicht ihr im Europaparlament. Was ich aber verurteilen muss, das muss man ja auch noch mal ganz klar sagen, ist die Art und Weise, wie es zum Teil passiert. Also mir persönlich wurde Gewalt angedroht. Mir persönlich wurde angedroht, wenn man mich sehen würde, würde man mich zusammenschlagen und so weiter. Einem Kollegen von mir, dem sind sogar Morddrohungen ins Haus gegangen. Das geht eindeutig zu weit. Und was wir haben kaum noch die Möglichkeit, mit Argumenten auch durchzudringen. Ich selbst habe mich mal geäußert an einem Freitagnachmittag, als ich gegen 17 Uhr mehrere tausend E-Mails zur gleichen Zeit bekommen habe, alle mit der gleichen Absenderadresse, wo ich dann gesagt habe, Mensch, Google, habt ihr das wirklich nötig? Daraus hat man mir unterstellt, dass ich jeder E-Mail unterstelle, die ich bekomme, dass das von einem Bot gesteuert ist, was definitiv nicht der Fall war. Ja. Das habe ich relativiert. Diese Relativierung hat man aber nicht ernst genommen, hat gesagt, das interessiert uns nicht, was du jetzt gesagt hast, sondern wir nehmen nur diese eine E-Mail auf. Das Gleiche ist jetzt an diesem Wochenende auch wieder passiert. Also es ist sehr schwierig, da in der Argumentation auch durchzudringen mit den Telefonanrufen, die wir ja haben. Da mit dem einen oder anderen habe ich auch telefoniert. Wenn man da mal vernünftig diskutiert und sagt, warum wir das eigentlich machen, dann stoßen wir schon auf Verständnis. Und es ist nicht so, dass jeder junge Mensch sagt, wir zerstören hier das Internet, nachdem wir mal mit denen gesprochen haben. Wir zerstören hier nicht das Internet. Also das, was man uns da vorwirft, ist einfach nicht der Wahrheit entsprechend. Das ist sozusagen die Perspektivsache. Und dass Sie beide noch niemals in Ihrem Leben einen Lobbyisten gesehen haben, würden Sie wahrscheinlich beide selber auch nicht unterschreiben oder behaupten wollen. Wenn wir sozusagen noch mal auf diese Ausformung kommen, wir haben jetzt fast 10 Minuten reden können, ohne das Wort Upload-Filter, was übrigens nicht im Text drin ist, zu verwenden. Aber wenn wir da, das müssten wir noch mal an zwei Stellen jetzt kurz aufgreifen. Ist es nicht eigentlich so, dass wir irgendeine Form von Upload-Filter, die wir so nicht nennen, aber jetzt schon haben, so eine Art Regelmechanismus, dass bestimmte Dinge beim Hochladen doch gebremst werden? Also entspricht das nicht schon der Realität? Ja, zumindest bei großen Plattformen, wenn es um kriminelle Inhalte geht oder um gewaltverherrlichende Inhalte, ist das der Fall, das stimmt. Aber das ist ja auch selbstverständlich, glaube ich, weil das unserem demokratischen Grundkonsens entspricht. Wir reden ja über in dem Sinne Upload-Filter, die verpflichtend eingeführt werden müssen, auch wenn sie namentlich nicht in der Artikel 13-Version jetzt enthalten sind. Mhm. Aber es gibt keine anderen technologischen Varianten als eben diese Upload-Filter derzeit, wenn der Gesetzestext so bleibt, wie er ist. Deshalb werde ich im Übrigen nachher auch diesen Artikel 13 ablehnen und dagegen stimmen. Ja. So wie die Upload-Filter jetzt konzipiert sind, wären sie natürlich die Meinungsfreiheit im Netz. Und das sind ja die Gründe, die Leute eben auch so aktiv werden lassen derzeit. Ja. Okay. Und die Freiheit im Netz einschränken. Okay. Weil bestimmte, und dafür gibt es viele Beispiele, das möchte ich kurz noch ausführen. Ja, viele Beispiele, ganz kurz, dass eben, drin geht es nämlich gleich los. Ja, alles klar, das ist eben wirklich Beispiele von zum Beispiel Pinkstings, einer Band, die eine feministische Kampagne gefahren hat, dass dann die Rechte nicht mehr gefiltert werden können, weil Upload-Filter nicht in der Lage sind, Collagen, Satiren etc. zu unterscheiden.
entscheiden. Damit wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das ist ein reales Problem und das treibt die Leute um. Wir werden heute hier echten Parlamentarismus erleben. Sozusagen, ich weiß nicht, ob man das mit Ja und Nein beantworten kann, Herr Schulze, aber zum Schluss. Die Union stellt sich vor, eine nationale Lösung, die Upload-Filter verbietet. Ist das wirklich realistisch? Ja, das werden wir dann sehen. Also das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Okay, gut. Aber ein paar Fragen müssen noch offen bleiben. Genau. Das macht es spannend für uns. Also, wir gehen jetzt rein ins Europäische Parlament und der Berichterstatter und sozusagen Vater des ganzen Werkes, Axel Voss, jetzt am Pult. Hineinretten, wie können wir das anpassen? Wollen wir unser Eigentum eigentlich noch schützen, so wie wir es kennen? Und gilt das Eigentumsrecht überhaupt für uns noch oder wem gehört es? Wollen wir einen Rechtsrahmen für das Internet hier schaffen, sodass auch Eigentümer im Grunde nicht bestohlen werden? Das ist die große Frage, mit der wir uns hier heute auseinandersetzen. Und inwieweit das abgewogen werden muss, ausbalanciert werden muss zur Meinungsfreiheit und dem Diebstahl vom Eigentum, das ist das, worum es einfach geht. Und wollen wir im Internet am Ende alles erlauben oder haben wir noch den Schutz von Werten? Ich weiß, dass sich die ganze Diskussion um den berühmten Artikel 13 aufhängt und sich alles darauf konzentriert. Ich möchte aber dennoch ganz kurz auch Position beziehen zu den anderen Inhalten, die wir in dieser Richtlinie verankert haben. Das ist einmal, dass wir ein modernes Text- und Data-Mining haben, ein kommerzielles Text- und Data-Mining, was wir dort implementieren, was sehr fortschrittlich ist und ich glaube auch weltweit die erste Möglichkeit in dieser Richtung. Wir haben über den Artikel 12 auch hier eine Möglichkeit geschaffen, dass das EuGH-Urteil Reprobel auch hier wieder für die Länder, die davon betroffen waren, entsprechend auch wieder in eine Möglichkeit kommen, eine Balance zu Hause zu schaffen bei den Buchautoren und hinsichtlich der Buchverlage. Wir haben für die Künstler, für die kleinen Künstler, für Schauspieler, für alle Kreativen, auch hier mit den Artikeln 14 fortfolgende, alles in der alten Reihung sozusagen, 14 fortfolgende, hier eine Möglichkeit geschaffen, auch ein besseres Verhältnis zu den Rechteinhabern, Produzenten, Labeln oder auch Verlagen hinzubekommen, ohne dass man auch gleichzeitig immer zu Gericht laufen muss, dass es Möglichkeiten gibt, hier das Verhältnis entsprechend zu verbessern. Wir haben mit Artikel 11 eine Möglichkeit, dass auch hier unsere Presseverlage ein besseres Recht bekommen. Und das ist das, was wir grundsätzlich hier machen, nämlich ihnen das Recht nur geben. Wie sie mit dem Recht am Ende umgehen, bleibt ihnen überlassen. Aber sie haben die Möglichkeit, hier auf bessere Augenhöhe zu den entsprechenden zu den Plattformen zu kommen, weil auch hier im Internet die Möglichkeit vorherrscht und sich das so entwickelt hat in den letzten Jahren, dass man einfach das, was im Internet erhältlich ist, für kostenlos erachtet und benutzt in einer Art und Weise, dass eben Verlage hieraus keinen Erfolg mehr ziehen können. Wenn wir uns mal Artikel 13 angucken, da wird vielfach versäumt, mal darauf hinzuweisen, dass wir eine Definition geschaffen haben, wo wir nur die Plattformen auch davon unter Artikel 13 fallen lassen, die genau wissen, dass sie das Eigentum anderer benutzen und hiermit viel Geld machen. Und letztlich wird daraus eine Frage, wie man das eigentlich technisch umsetzen kann bei Plattformen, die alle einladen, alles hochzuladen, was man möchte, wo auch die Plattformen eine Verantwortung haben müssen, die wir ihnen heute übertragen wollen, eine Verantwortung auch mit dem Eigentum anderer richtig umzugehen und das Eigentum anderer auch zu respektieren. Und das ist die Frage, um die es eigentlich heute geht. Wir haben eine arbeitsfähige, eine gute Grundlage dafür geschaffen, hier voranzukommen, was den Mitgliedstaaten eine Anleitung auch gibt, das Ganze entsprechend umzusetzen. Und deshalb glaube ich, dass das hier der richtige Weg gewesen ist oder der richtige Weg ist, um hier voranzukommen, um das auszubalancieren zwischen Eigentumsrechten, Meinungsfreiheit und digitaler Welt. Thank you. Vielen Dank.
Als nächstes hat der Vertreter des Binnenmarktausschusses das Wort, Herr Danti. Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich denke, angesichts der digitalen Revolution ist es offensichtlich, dass wir eine Reform des Urheberrechts brauchen. Es geht um Prinzipien, die wir schon mehrfach in den letzten Jahren hier erörtert haben. Vor allen Dingen auch die Haftung und Verantwortung der Plattformen. Das Bombardement über die Medien, das wir heute erleben, ist auch daran so ausgerichtet, dass man versucht, hier Einfluss zu nehmen. Ich denke, es geht nicht um Zensur, sondern wir wollen die Freiheit des Netzes gewähren. Es geht ja auch nicht darum, dass gemeinnützige Plattformen wie zum Beispiel Wikipedia betroffen sind oder klein oder neu gegründete. Es ist einfach so, man will immer offensichtlich, dass das Netz weiterhin ein wilder Westen ist und nur die großen Plattformen davon profitieren. Die Autoren, die Kreativen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und stellen auch einen wichtigen Teil unserer Volkswirtschaften dar. Vielen Dank. Jetzt darf ich Kommissarin Gabriel das Wort geben. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrter Berichterstatter, Schattenberichterstatter, verehrte Abgeordnete. Ich darf mich erst einmal bei Ihnen bedanken für die konstruktiven Aussprachen, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Die Richtlinie ist ein essentielles Element für unsere Strategie des digitalen Binnenmarktes. In der Kommission haben wir doch mit Zufriedenheit gesehen, dass wir uns provisorisch politisch geeinigt haben zu diesem sehr wichtigen Dossier. Es ist aber ein äußerst wichtiger Augenblick auch für die europäische Kultur, für den digitalen Binnenmarkt und die Verteidigung unserer europäischen Werte. Wir glauben, dass wir hierdurch unsere gemeinsamen Ziele erreichen und Künstler und Autoren schützen. Unsere europäischen Werte sind ja auch durch Künstler, Journalisten, Presse gebildet und gewahrt geblieben durch Filme, Musik, Bibliotheken, Forscher und viele andere. Auch die Presse ist ein Sektor, wo viel geschaffen wird. Es ist hier wichtig, dem Bürger unserer Kultur immer zugänglich zu machen. Und die individuellen Kunstschaffenden haben natürlich hier auch besondere Bestimmungen, die ihren Verhandlungsspielraum stärken und ihnen eine faire Entlohnung ermöglichen. All diese Menschen blicken auf uns, dass die Europäische Union ihre Versprechen hält. Und was unsere Kunstschaffenden angeht, sie beleben unsere Kultur. Unsere Journalisten sind das Rückgrat unserer Demokratie. Wir haben jetzt eine politische Einigung gefunden, das ist ausgewogen und auch durchaus ehrgeizig. Die verschiedenen Interessen werden unter einen Hut gebracht. Die Rechteinhaber werden fair entlohnt. Und die Auswirkungen auf die Dienstleister sind proportionell und die Meinungsfreiheit und die freie Meinungsäußerung sind geschützt. Ich darf noch erwähnen, dass die Kommission eine Erklärung veröffentlichen wird über die Situation der Sportveranstalter. Das wird mit der Richtlinie einhergehen. Der Text ist in der Legislativentschließung zu finden, beziehungsweise ist ihr angefügt. Jetzt bin ich gespannt auf den Meinungsaustausch und ich hoffe natürlich, dass diese Richtlinie unterstützt werden wird und wir dadurch ein klares Signal abgeben werden an unsere Künstler, Autoren und unsere Werte.
Danke schön, Frau Kommissarin. Eine Minute bekommt Herr Krasnodbski für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Diese Urheberrechte-Richtlinie für den digitalen Binnenmarkt ist erforderlich. Dahin besteht weitestgehend Einigkeit. Wir haben das entwickelt und das, was wir heute haben, ist nicht mehr aktuell, denn da gibt es viele Rechtslücken. Und hier und da ist es sogar ein Risiko für die Marktbeziehungen. Von daher muss das Ganze klar geregelt sein. Das ist aber noch nicht der Fall. Die Richtlinie versucht zu manipulieren und große Unternehmen kämpfen. Und man sieht, dass auf beiden Seiten doch heftig reagiert wird, seitens der Digital-Giganten, seitens der anderen. Niemand hat da zurückgeschreckt, hier wirklich innovative Ideen vorzubringen. Es ist sehr überraschend, dass es einige Instanzen gibt, die direkt von der Richtlinie betroffen sind, wie auch die Wissenschaft genutzt haben, wo man heute auf Ergebnisse wartet. Darüber spricht keiner. Ich glaube, wir sind an einem Scheideweg angelangt und das Parlament ist nicht in der Lage, rational zu entscheiden. Deshalb wird es demnächst. Für eine Minute für den Kulturausschuss, Herr Jullot. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich denke, alles wurde ja schon gesagt, was die Meriten dieses Textes anbelangt. Ich möchte auch nicht weiter ausführen. Ich möchte nur darauf eingehen, was diese Abstimmung für Europa bedeutet. Europa hat ja immer gesagt, es ist an der Spitze der Regulierung im Digitalen. Wir sind ein Modell für die Welt. Und heute ist die Alternative klar. Entweder wir bekräftigen unsere führende Rolle oder wir geben Sie völlig auf. Dieser Text ist das Ergebnis eines Trilogs. Es ist kein Text à la carte. Und ich denke, hier geht es vor allen Dingen darum zu sehen, dass weder die Bürger noch die Verfasser, die KMU nicht davon profitieren, nur die großen vier Plattformen. Ist es wirklich gerecht? Brauchen wir nicht eine Welt, wo die Autoren geschützt werden und wo die Nutzer auch geschützt werden? Genau das steht in diesem Text. Und für uns gilt die Frage, haften die Plattformen oder nicht? Tragen sie eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft? Diese Frage ist die einzige Frage, die wir beantworten müssen als Europäer. Now, 1 minute, Mr. Boni. Herr Boni, eine Minute. Artikel 13 od początku budził wątpliwości i dlatego potrzebny był jasny prawny kompromis praw autorów, platform użytkowników. Kompromiss, wo alle Interessenten sich wiederfinden können. Das Internet ist ja nicht nur eine Möglichkeit, Dinge einzusehen, sondern es ist auch ein kreativer Ort, wo viele sich verwirklichen können. Finanziell ist das natürlich nicht immer unproblematisch. Jetzt muss praktisch alles überprüft werden, ob da Lizenzen vorhanden sind oder wenn zum Beispiel Zusammenstellungen stattfinden werden, dann Maschinen, die filtern sollen, das erkennen. Und was wird passieren? Die Plattformen werden super vorsichtig sein. Sie werden da blockieren, weil sie nicht selber entscheiden wollen, was akzeptabler Inhalt ist. Oder sie sehen sich ja Bußgeldern ausgesetzt. Das ist eine Art Zensur. Und das ist im digitalen Zeitalter ein Fehler. Das wird Konsequenzen haben, glaube ich. Ich bin für eine Streichung von Artikel 13, denn ansonsten ist der Bericht sehr, sehr gut. Und ich danke Axel für die sehr harte Arbeit, die er getan hat.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war jetzt in der ersten Runde ein bisschen flexibler, aber das wird sich sofort ändern. Herr Svoboda, anderthalb Minuten Redezeit. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin, die Europäische Union braucht ganz bestimmt eine Reform des Urheberrechts. Wir suchen eine neue Ausgewogenheit, ein neues Gleichgewicht zwischen den Interessen der Urheber und der Plattformen. Wir suchen ein Gleichgewicht für das 21. Jahrhundert. Und deshalb freut es mich, dass der Entwurf neue Ausnahmen von dem Urheberrechtsschutz nimmt zugunsten der Bildung, der Aufbewahrung des Kulturerbes. Ich freue mich sehr, dass dieser Entwurf die Rechte der Herausgeber bestätigt, der Verleger, aber gleichzeitig bereit ist, mit den Parasiten einen Schluss zu machen, mit den Plattformen, die urheberrechtlich geschützten Inhalt stehlen. Wir haben hier gehört, dass es jetzt eine Zensur des Internets eingeführt werden solle. Aber die Zensur des Internets würde erst dann kommen, wenn man den talentierten, kreativen Künstlern nicht die Möglichkeit schaffen würde, sich professionell zu ernähren von ihrem Talent, damit sie ein Umfeld kreieren würden, wo diese als Taxifahrer ihr Geld hätten verdienen müssen und erst nach ihrer Arbeit dann das schreiben können, kreativ, was sie wollen. Das wäre eine Zensur des Internets. Ein Ergebnis in diesem Entwurf ist für mich ein Erfolg und das freut mich. Thank you. Vielen Dank. Jetzt Frau Geringer de Oedenberg, eine Minute, bitteschön. Thank you. Dankeschön. In den letzten zwei Jahren haben wir über verschiedene Fassungen von Artikel 13 gesprochen. Jetzt ist sicher, dass dieser Text das heute bekannte Internet ändern wird und enorme negative Auswirkungen darauf haben wird, wie die Menschen das Wissen teilen. Aber es geht uns darum, die Unterstützung der Kreativen, der Urheber, dass wir ein Gleichgewicht bekommen zwischen den Rechten aller Beteiligten. Aber das ist ein großer Fehler. Deshalb haben wir nur eine Wahl, Artikel 13 zu streichen. Das wäre das Mindeste, damit das Ganze nicht so negativ wird für die europäischen Digitalunternehmen und die Bürger. Denn sie benutzen das. Und sie haben auch demonstriert in den meisten europäischen Hauptstädten. Wir hatten ein Mandat vom Europäischen Parlament. Und dieses schützte und hatte die mittelständischen Unternehmen von Artikel 13 ausgenommen. Aber das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Deshalb werden sie verpflichtet sein, kostenintensive Filtertechnologie zu verwenden, die nur von den US-amerikanischen Digitalriesen verwendet werden, sodass größte Anstrengungen unternehmen werden, um Lizenzen zu kaufen für diejenigen, die solche Filter nutzen. Aber das ist möglich. Die Präsidentin unterbricht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe sie vorher gewarnt. Von daher muss ich sie werden. Eine blaue Karte von Herrn Roder, aber Sie haben ja Redezeit später. Vielleicht können Sie das dann in dieser Zeit unterbringen, Ihr Anliegen. Herr Karim, anderthalb Minuten, bitte. Frau Präsidentin, Frau Kommissar, zunächst meine Glückwünsche für Axel. Er hat wirklich tolle Arbeit geleistet. Meine Priorität bestand ja immer darin, dass Rechteinhaber und Kulturschaffende auch von ihren Werken leben können und dass auch ihr Recht auf Kommunikation mit der Öffentlichkeit geschützt wird. Das ist von entscheidender Bedeutung, weil wir jetzt neue Geschäftsmodelle und Plattformen haben. Die Ausgangsvoraussetzungen für alle sind nicht mehr gleich. Leicht war die Einigung nicht, aber mein Ziel wurde erreicht und insofern werde ich mich für den Text aussprechen, weil er in vielen Punkten verbessert wurde. Also Text- und Datenmining wird überall in der EU zum ersten Mal möglich sein. Artikel 11 wurde bei den Verhandlungen verbessert.
sodass die Zukunft der Verlage auch gesichert wird. Das Recht gilt nur für kleine Schnipsel von Texten und einzelne Worte. Und Artikel 13 macht klar, dass die Plattform sich nicht mehr auf den Safe Harbor für den E-Handel berufen kann, sondern sie müssen auch ein entsprechendes Entgelt zahlen für urheberrechtsgeschützte Werte. Wir haben auch Flexibilität für die Mitgliedstaaten eingebaut. Das ist von entscheidender Bedeutung. Und es gibt auch keine allgemeine Überwachung der Nutzer, obwohl einige Plattformen versucht haben, das den Menschen so zu verkaufen. Das ist Desinformation und wir werden uns dagegen wehren. Wir sind hier immer noch in der ersten Runde, alle durch alle Fraktionen. Wir werden gleich auch noch eine der großen Gegnerinnen dieser Urheberrechtsreform hören. Ja, denn das ist doch absurd, dass Sie hier eine Debatte ausbremsen. Denn heute schauen uns alle zu. Und die Leute kommen hierher und haben ihre Reden dabei. Und wir haben keine Debatte bei so einem wichtigen Thema, weil Sie das verhindern. Ich glaube nicht, dass das weise oder fair ist. Ja, es wäre schön, wenn jeder Redezeit hätte. Ich weiß natürlich, dass die Leute nicht alle auf der Liste sind, die heute hier im Plenarsaal sind. Sie sind auf der Liste. Ich versuche dann, das im Catch the Eye zu verbessern. Wenn das länger dauern soll für einen Austausch, Meinungsaustausch, dann bin ich damit einverstanden. Das war eben der Grund für meine Entscheidung. Aber ich werde das auf jeden Fall vermerken. Herr Cavada, 2 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Heute Morgen ist wirklich ein historischer Augenblick, denn zum ersten Mal ist es auf einem Kontinent so, dass eine parlamentarische Versammlung versucht, ein Gleichgewicht zu schaffen. Ein Gleichgewicht der Kräfte zwischen den großen Plattformen und denen, die sie nähren, die Presse, die Kulturschaffenden. 130 Milliarden Euro, Tausende hier in Europa arbeiten in diesem Bereich und sie sind bedroht durch die finanziellen Kräfteverhältnisse, die herrschen. Die Presse ist dabei, stückweise wegzusterben. Das muss man aufhalten. Die Presse, verehrte Kollegen, Frau Präsidentin, ist doch die Grundlage unserer Demokratie. Wenn es keine freie Presse mehr gibt, wenn es keine Journalisten mehr gibt in Google, Wikipedia oder sonst wo, dann haben wir keine Informationen mehr. Sonst haben wir nur noch Gerüchte. Das haben wir ja gesehen, was da zum Teil auch in den letzten Monaten aufgetaucht ist. Der Text ist die einzige Chance für die Kulturschaffenden und die Presse, das Gleichgewicht zu ihren Gunsten wiederherzustellen und ihre Zukunft zu sichern. Und daher müssen wir für diesen Text stimmen und alle Änderungen ablehnen, en bloc abstimmen. Das ist ja nur ein erster Schritt und wir werden noch andere Schritte brauchen, um hier ein Gleichgewicht wiederherzustellen. Zensur, hat man gesagt, filtern. Wikipedia ist im Text geschützt, da gibt es keine Zensur und keine Filterung. Warum gibt es diese Ideen jetzt auch hier im Plenarsaal? Weil zum ersten Mal in meiner Mandatszeit sind wir praktisch von den großen Finanzinteressen als Geiseln genommen worden bei unseren ganzen Aktivitäten. Man muss en bloc zu diesem Text abstimmen, sonst wird das große Konsequenzen haben. Also ein Befürworter und jetzt auch eine der größten Gegnerinnen, Julia Reda von der Deutschen Piratenpartei. Tut mir leid, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon 12 spontane Wortmeldungen. 3 Minuten, Frau Reda. Meine Damen und Herren,
Drei Dinge sind an dieser Debatte ums Urheberrecht beispiellos. Erstens, 200.000 Menschen haben an diesem Wochenende gegen diese Reform demonstriert. 5 Millionen haben eine Petition gegen Uploadfilter unterschrieben. Noch nie hat es einen derart breiten Protest gegen eine EU-Richtlinie gegeben. Zweitens, noch nie wurden Proteste von diesem Haus so konsequent ignoriert. Bereits im Sommer sahen sich Wählerinnen und Wähler einer massiven Desinformationskampagne ausgesetzt. Anstatt sich mit Kritik auseinanderzusetzen, wurde jede kritische Stimme mit Beleidigungen überzogen. Da wurden Gerüchte gestreut, wie eben vom Kollegen Kavada. E-Mails kämen von Bots. Die EU-Kommission hat Kritikerinnen als Mob bezeichnet. Und der Delegationsleiter der CDU, Herr Kaspari, sagt sogar, Demonstranten wären bezahlt. Alle diese Diffamierungen sind frei erfunden und leicht widerlegt. Lanciert wurden sie von einigen wenigen Lobbygruppen und verbreitet wurden sie im Feuilleton bestimmter Zeitungen, die sich von der Urheberrechtsreform Profite erhoffen. Leider hat diese Desinformation funktioniert. Heute, wo Bilder von Massendemonstrationen um die Welt gehen, glauben manche immer noch, die Mails kämen nicht von echten Menschen. Dieser Glaube, alle Kritik sei aus Amerika gesteuert, hat sie dagegen geimpft, sich mit den Bedenken inhaltlich auseinanderzusetzen. Ganz gleich, dass die Warnungen vor Uploadfilter vom Bundesdatenschutzbeauftragten kommen, vom UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit und von führenden Forschungszentren. Drittens, niemand, weder die Union noch die SPD noch die Opposition, hält diese Reform für sinnvoll. Niemand will die politische Verantwortung übernehmen für Uploadfilter, die mit Artikel 13 kommen. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Liebe Kollegen, ich bitte Sie, Sie haben alle Ihre Zeit. Ich möchte bitte auch meine Rede halten dürfen. Dankeschön. Frau Vorsitzende, ich warte, bis sich die Kollegen beruhigt haben. Excuse me, Madam Reda. Frau Reda. Herr Brock, bitte. Frau Reda spricht. Wir sollten die Redner respektieren. Bitte, Frau Reda. In der Bundesregierung will Verantwortung für die Uploadfilter übernehmen. Nicht einmal Kanzlerin Merkel. Dafür stimmen wird die Bundesregierung trotzdem. Und seit gestern wissen wir auch, woran das liegen könnte. Denn die FAZ hat einen Kuhhandel zwischen Deutschland und Frankreich aufgedeckt, wonach Deutschland anscheinend Uploadfilter akzeptiert im Tausch gegen Frankreichs Zustimmung zur Nord Stream Gaspipeline. Das Tragischste an diesem Vorgang ist. Ich freue mich, dass Sie alle so wach sind heute Morgen, aber wir sollten doch Frau Reda die Möglichkeit geben, zu sprechen, und zwar beide Seiten des Hauses. Meine Damen und Herren, das Tragischste an diesem Vorgang ist, eine neue Generation, die dieses Jahr zum ersten Mal zur Europawahl geht, lernt gleich ihre Lektion. Eure Proteste sind nichts wert. Die Politik wird Lügen über euch auskippen und sich von Sachargumenten nicht beeindrucken lassen, wenn es um knallharte geopolitische Interessen geht. Diese Erfahrung, dieses Gefühl von Machtlosigkeit wird sie nachhaltig prägen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so können wir nicht Politik machen. Diese Richtlinie darf nicht ohne Änderungen durchkommen. Das wäre nicht nur verheerend für die Freiheit im Netz, es würde auch einer ganzen Generation das Vertrauen rauben, dass die Politik funktioniert und dass dieses Parlament die Interessen der Bevölkerung vertritt. Deshalb müssen wir Artikel 11 und 13 streichen. Dankeschön. Mr. Kaspari has a question. Herr Kaspari hat eine Frage. Nehmen Sie diese an? Bitte, Herr Kaspari. Sehr geehrte Kollegin Reda, habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie mir unterstellt hätten, dass ich Demonstranten als gekauft bezeichnet hätte? Wenn dem so wäre, weil ich habe Sie so verstanden, ich möchte ganz klar klarstellen und wiederholen, was ich gesagt habe. Und ich bitte, nur meine Worte zu nehmen und nicht das, was Sie und andere Interessierte bewusst desinterpretieren und fehlinterpretieren. Ich habe gesagt,
Nun wird offensichtlich versucht, auch mit gekauften Demonstranten die Verabschiedung des Urheberrechts zu verhindern. Damit habe ich ausdrücklich nicht die tausenden jungen Menschen gemeint und die tausenden Menschen gemeint, die auf die Straße gehen, die vom Recht auf Demonstration Gebrauch machen. Ich werde das immer verteidigen, weil ich überzeugter Demokrat bin. Okay. Aber wenn die Frankfurter Allgemeinen Zeitung in einem Artikel mit der Herr Kaspari, 30 Sekunden bekommt man für eine Frage. Sie haben sich geäußert und jetzt darf Frau Reda darauf eingehen. 30 Sekunden, das sind die Vorschriften, an die wir uns halten müssen. Frau Reda, bitte. Herr Kaspari, Sie haben es gerade selbst vorgelegt. Sie haben gesagt, dass einige Demonstranten gekauft waren. Und Sie haben da von 450 Euro geredet. Wir haben es alles gehört. Die 450 Euro, von denen Sie geredet haben, hat die Bürgerrechtsorganisation EDRI ihren Mitgliedern und Freiwilligen angeboten, um nach Brüssel zu kommen, um an Lobbytreffen teilzunehmen. Genauso tut das die GEMA. Sie glauben doch nicht wirklich, dass wenn zum Beispiel Mitglieder der GEMA nach Brüssel eingeladen werden, dass die ihre Reisekosten selbst tragen müssen. Das sind keine gekauften Demonstranten. Madam Reda, thank you. Frau Reda, danke schön. Mr. Roda, did you indicate a point of order? Herr Roda, wollten Sie sich zur Geschäftsordnung melden? Also kann ich das mal folgendermaßen lösen. Sie haben gleich eine Minute Redezeit. Möchten Sie diese jetzt für eine Frage nutzen? Einwurf ohne Mikrofon in den Kabinen, leider nicht zu hören. Okay. Please, sir. Und Sie gestatten Sie mir nicht mal eine Frage zu stellen, die Präsidenten, doch. Es ist ja absurd. Ich kann Sie hören, aber ich glaube nicht die anderen, denn Ihr Mikrofon war nicht eingeschaltet. Frau Reda, setzen Sie sich doch mal kurz noch mal hin. Also ich versuche, dass diejenigen, die heute früh hierher gekommen sind, um eine spontane Redemeldung abzugeben, die Möglichkeit bekommen. Aber vieles störte diese Diskussion. Frau Reda, akzeptieren Sie eine kurze Frage von Herrn Rode? Und ich hoffe, Sie akzeptieren. Sie haben genau 30 Sekunden ab jetzt Zeit, bitte. Danke. Ich wollte Sie nur fragen, wo ist denn dieser Upload-Filter? Ganz konkret im Text. Bitte antworte. 30 Sekunden. Im Text steht, Plattformen müssen gemeldete Inhalte den Upload verhindern. Sie können sich zwar um Lizenzen bemühen, aber die Rechteinhaber müssen ihnen keine Lizenz verteilen und können im Zweifelsfall auf Upload-Filtern bestehen. Das steht ganz eindeutig im Text. Please, colleagues. Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt bekommt Herr Maštalka das Wort. Anderthalb Minuten Redezeit, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Die heutige Sitzung erinnert an ein Finale der Fußballmeisterschaft. Es ist keine rationelle Verhandlung, Sitzung des Parlaments. Ich denke, dass ich im Namen von uns allen spreche, wenn ich sage, dass wir alle eine große Erleichterung verspüren, nachdem wir über diesen Text abgestimmt haben, und zwar unabhängig von dem Ergebnis. Ich bin gegen das Artikel 11 und 13, aber wir haben zwei Jahre von harter Arbeit und von harten Verhandlungen hinter uns. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden und ich werde meine Fraktion empfehlen, gegen den Entwurf zu stimmen. Wir haben eine einzigartige Gelegenheit versäumt, die kreative Branche zu modernisieren. Wir haben jetzt einen Entwurf auf dem Tisch, der die Zensur des Internets vorsieht, die Schikane von Startups. Es wird negative Auswirkungen auf die Diskussionsforen sowie auf einzelne Nutzer von Sozialnetzen haben. Das Internet, so wie wir es heute kennen, wird enden. Dazu könnte ich viele konkrete Beweise nennen, aber wir haben leider nicht genügend Zeit. Darüber hinaus bin ich der Meinung, dass, wenn die Kollegen für diesen Entwurf stimmen, dass sie eine Ohrfeige den Tausenden von Bürgern geben, die täglich E-Mails geschrieben haben, die Petitionen unterzeichnet haben und die
in den Straßen demonstriert haben. Es wird sich zeigen, weshalb immer mehr Bürger gegenüber der EU skeptisch sind. Die Arroganz der Macht und die Tatsache, dass wir den Bürgern den Rücken wenden, das ist genau das, was wir ändern müssen. Vielen Dank. For 2 minutes, Mr. Arnold. Für 2 Minuten jetzt, Herr Arnold. Ja, beide Seiten sprechen uns an durch ihre Lobbyisten. Auf der anderen Seite machen sich viele Menschen Sorge über ihr Internet. Also sie werden bezahlt bei Cocktails. Ich habe sogar ein Taxi gesehen, das Werbung gemacht hat für diese Gesetzesvorlage auf dem Weg hier. Aber die großen Player, die haben das Geld, um Lobbyarbeit zu leisten. Aber mir liegen meine Wähler mehr am Herzen als die Lobbyisten, die bezahlt werden, um uns das zu sagen, was sie meinen. Es geht hier um den Schutz der Urheber. Aber es geht natürlich auch darum, die einfachen Menschen zu schützen. Aber Artikel 11 und Artikel 13, die tragen nicht zu einer Ausgewogenheit bei. Das ist illegal, denn die Tech-Unternehmen werden die Bürger so behandeln, als seien sie schuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Und viele Inhalte werden automatisch gelöscht. Und dann wird man versuchen, alle Plattformen in Europa sozusagen gleich zu behandeln. Obwohl das Urheberrecht von einem Land anders ist als im anderen. Also da begeben wir uns auf ein Minenfeld. Also legale Inhalte werden dann so behandelt, als seien sie illegal. Viele von uns glauben an das europäische Projekt. Aber wenn wir uns das VK anschauen, da sieht man auch, die Spaltung bleibt. Diejenigen, die für einen Austritt gestimmt haben, sind auch heute weiter dafür. Die für den Verbleib gestimmt haben, sind auch weiter. Aber andere sagen, sie haben 2016 für den Verbleib gestimmt. Heute werden sie dagegen stimmen, wegen dieser Urheberrechtsregelung. Sie werden da einen Keil treiben in die Bevölkerung. Das ist eine schlechte Gesetzgebung, klassisches Beispiel für das, was man noch mal kurz vorm Schluss der Legislaturperiode durchpeitschen will. Also wir hatten Wochen vorher Zeit, aber jetzt versucht man alles noch schnell durchzupushen. Bitte hört auf Ihre Wähler, hören Sie auf Ihre Wähler und vergrößern Sie nicht noch die Kluft zwischen diesem Parlament und den Menschen in Europa und im Vereinigten Königreich, nicht noch größer, als sie schon ist. Wir haben eine blaue Karte von Herrn Strojewski. Akzeptieren Sie die? Herr Strojewski, bitte schön, 30 Sekunden. Ja, ich bin sicher einer der Letzten, den man als Lobbyisten bezeichnen kann. Aber ich möchte schon Unterschiede machen zwischen unterschiedlichen Lobbyisten. Es gibt Gruppen von Menschen, die für ihr Recht auf Entlohnung kämpfen. Und die kann man doch nicht Lobbyisten nennen. Also unterscheiden Sie zwischen großen kommerziellen Lobbyisten und den Menschen, die allein dafür kämpfen, dass sie eine gerechte Entlohnung bekommen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass die Leute ihren Lebensunterhalt damit verdienen wollen. Das sollten sie auch tun. Und ich habe auch kein Problem mit den Vertretern der Öffentlichkeit, die sich äußern. Aber ich sehe es immer wieder. Die Industrie drängt uns und nicht die Kreativen. Und was ich von den Kulturschaffenden bei mir zu Hause höre, ist nicht das, was ich hier vernehme. Wir haben natürlich Argumente auf beiden Seiten, aber die Bevölkerung macht sich große Sorgen, gerade was die Wirkung von Artikel 13 anbelangt. Frau Boutonnet. Vielen Dank. Wir werden uns heute zur Autorenrichtlinie äußern. Das ist ein historischer Augenblick für Europa und für die Kultur. Es ist das Resultat von gründlicher Arbeit, die schon seit 3 Jahren läuft. Und jetzt haben sich neue Gräben aufgetan und das alles orchestriert von den Giganten aus Silicon Valley. Es geht hier aber darum, die Rechte der
Schaffenden und der Nutzer ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist doch viel zu oft so, dass die Großen sich an Inhalten einfach bedienen. Was ist mit den Künstlern? Sie haben doch auch ein Anrecht auf eine faire Entlohnung, auch von diesen Plattformen, die immer reicher werden, dank dieser Kulturschaffenden. Es ist einfach so, dass sie der Macht der Großen nichts entgegenzusetzen haben. Das war noch nie so wahr wie heute. Und dies bringt jetzt die Interessen aller unter einen Hut. Ja, Mr. Fontoulis, for one minute, please. Dankeschön. Ja. Derzeit ist es so, dass viele Firmen im Internet, in den sozialen Medien zensieren, auf der Grundlage der Wünsche der eigenen Eigentümer. Wie können wir das legitim erachten, unsere Freiheit so zu beeinträchtigen? Also man kann ja vielleicht einiges außen vor lassen. Nur die Nennung meines Namens oder die Veröffentlichung meiner Rede hier im Europäischen Parlament in einem bestimmten sozialen Medium bestraft den Eigentümer der Medien für eine gewisse Zeit. Das sind also schlechte Nachrichten für die Freiheit. Das ist die Welt nach Orwell. Filter führen Begriffe heraus. Das ist weniger Freiheit. Das sind wirkliche schwarze Seiten unserer Geschichte. Da werden wir an die Sowjetunion erinnert. Also wollen wir das? Wir sollten dagegen stimmen, besonders gegen diese Vorschrift. Madame Verheyen. Lampros Fontoulis war der letzte Redner der ersten Runde. Jetzt Sabine Verheyen für die EVP-Fraktion. Neue Runde der Fraktionen. Seit 2,5 Jahren haben wir hier im Parlament und mit den Mitgliedstaaten gerungen, um einen ausbalancierten Kompromiss zu finden und haben nun endlich einen Text, der mehr Fairness im Internet ermöglicht und insbesondere die rücksichtslos kapitalisierenden Großkonzerne in die Verantwortung nimmt. Der Schutz auf geistiges Eigentum ist ein Grundrecht. Und wer heute gegen das Urheberrecht stimmt, stimmt dafür, dass Kunst und Kultur wieder zu einer brotlosen Kunst wird. 2016 lag das jährliche Medianeinkommen eines europäischen Regisseurs und Drehbuchautors bei 19.000 Euro. Das kann nicht das Ziel unserer Gesellschaft und nicht das Ziel unserer Politik sein. Die gleichen Politiker, die hier vollmundig für Mindestlohn, für adäquate Einkommen kämpfen, ignorieren hier eine Situation, wo kapitalistische Großkonzerne Kulturschaffende ausbeuten bis zum Gehtnichtmehr. Das Ziel dieser Richtlinie ist nicht das Blocken, sondern das Lizenzieren von Inhalten. Und damit es keine Mammutaufgabe wird, wurden die Lizenzierungsverfahren vereinfacht. Dabei wird die Meinungsfreiheit unter anderem in Recital 70, Artikel 17, Absatz 7, 8, 9 und in vielen anderen Bereichen sichergestellt. Zusätzlich gibt es viele Ausnahmeregelungen, unverhältnismäßige Anforderungen zu vermeiden. Nicht kommerzielle Plattformen und Plattformen wie beispielsweise Wikipedia, Dropbox, eBay sind grundsätzlich von der Richtlinie ausgenommen. Und auch für Start-ups, Kleinst- und Kleinunternehmen gelten Sonderregeln. Und wenn sie aus den Ausnahmen rausfallen, gilt immer noch die Proportionality, also die Proportionalität der Maßnahmen und die Verhältnismäßigkeit, die mit dahinter steht. Wir bringen Fairness ins Internet und Plattformen sind diejenigen, die den größten Gewinn abschöpfen. Hier müssen wir endlich Regeln schaffen, die Fairness im Internet erlaubt und den reinsten Kapitalismus, den wir hier immer wieder erleben, endlich ein Ende setzt. For one minute, Madam Rosier. Für eine Minute, Frau Rosier, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wir haben 2,5 Jahre intensiv gearbeitet an diesem Text. Alle Kulturschaffenden unterstützen ihn, Künstler, Autoren, Journalisten, Regisseure, Verlage, aber auch die Verbraucher warten auf diesen Text. Auch die Verbraucher warten darauf, denn der Text bringt Rechtssicherheit und die Willkür der Großen wird damit eingeschränkt. Es geht darum, dass Europa hier aufsteht. Es geht darum, dass private Daten nicht mehr länger so einfach abgeschöpft werden, Daten aus unserem privaten Leben, aber in diesem Fall auch die Arbeiten von Künstlern in Europa. Weshalb soll man akzeptieren, dass sie keine Entlohnung mehr bekommen, nur weil wir uns in einer digitalen Welt bewegen? Wir erleben aggressive Lobbyarbeit. Wir
wir erleben Bedrohungen, die man an uns richtet. Finanzierung aus dunklen Quellen steckt hinter einigen Plattformen. Und ich hoffe, dass heute wir uns erheben gegen den Ultraliberalismus der Tech-Giganten und für eine europäische Kultur. Madam President, thank you very much. Vielen Dank. Vor einer Minute haben wir jetzt eine Auseinandersetzung gehört. Da ging es wirklich um das, worum es bei dieser Richtlinie geht, was das größte Problem bei dieser Richtlinie ist, dass die Interpretation, die Auslegung ein Monstrum werden wird. Das wird schwieriger werden als alles andere. Das ist in der Terminologie oft nicht sehr klar, da irgendwelche Rechte einzuräumen für Pressehäuser. Also nur die Größten in der Presse werden dann sowieso auf dem Markt bleiben können, die dann die öffentliche Meinung auch beeinflussen können. Und kleinere werden da auch nicht mehr mithalten können. Und ich würde gegen diese Richtlinie stimmen wollen. Herr Rode, eine Minute. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es ist unglaublich, dass wir hier an heute die Linke hören, die sich vor den Karren der Tech-Giganten spannen lassen. Tech-Giganten, die keine Steuern erlassen. Es gibt Missverständnisse in dieser Debatte. Es gibt keinen Link-Tax. Es gibt keinen Upload-Filter. Egal, wie viel Frau Reda das Gegenteil behauptet, es gibt keinen Upload-Filter, denn es gibt keine Beschränkungen der Rechte des einzelnen Bürgers. Im Gegenteil, die Verantwortung obliegt den Plattformen. Und heute akzeptieren wir ja mit Freude, dass Inder in New Delhi bestimmen, was auf den Plattformen existieren darf. Wir akzeptieren keine Technologie, aber es geht ja um den Schutz des Kunstwerks, nicht um die Überwachung des Einzelnen. Das hier ist Kunstraub unerhörten Maßes von Tech-Giganten, die keine Steuern bezahlen. Und wir werden wirtschaftlich und auch geistig ärmer, wenn wir diese Richtlinie nicht positiv durchbringen. Danke. Madame Trüppel, for one minute. Frau Trüppel, eine Minute Redezeit. Kolleginnen und Kollegen, wir wollen ein freies, aber auch endlich faires Netz. Wir wollen Freiheit und Verantwortung. Wir wollen keine Zensur, keiner von uns. Zensur ist in China, da ist aber kein Urheberschutz. Was wir wollen, ist, dass aktive kommerzielle Plattformen endlich lizenzieren müssen. Alles, was lizenziert wird, wird nicht gefiltert. Es ist eine Win-Win-Situation, was wir vorschlagen. Die Uploader kriegen Rechtssicherheit, es gibt keine Abmahnwellen mehr. Die Plattformen müssen endlich Verantwortung übernehmen und die Urheberinnen und Journalistinnen werden endlich angemessen bezahlt. Das nenne ich eine faire Regel und wir bringen Gerechtigkeit ins freie Netz, das wir alle wollen. Wir brauchen generell Regeln für den Plattformkapitalismus. Die müssen Steuern zahlen, die müssen Verantwortung übernehmen, wenn es Disinformation-Campaigns gibt. Wir brauchen Datenschutz, den haben wir schon beschlossen. Und Urheberschutz ist für mich ein Teil eines solchen Regelungspakets. Und es geht nicht um Überregulierung, es geht einfach um faire Regeln. Und Urheber sind in unserer Gesellschaft eine Minderheit. Sie brauchen unseren Schutz, sie brauchen unsere Förderung. Bitte stimmen Sie für diese Richtlinie. Es ist über Gerechtigkeit im Internet. Vielen Dank. Die Grüne Helga Trüppel noch mal mit einem Plädoyer für diese Reform und ihren Argumenten. Frau Michels, eine Minute. Habe einst die europäische Harmonisierung des Urheberrechts begrüßt. Aber das, was jetzt vorliegt, ist alles andere als mutig. Die Befürworter der Reform, vor allem Verlage und Verwerter, sagen, die Kreativen sind gestärkt worden.
aber 5 Millionen Menschen. Und ich bitte Sie, das sind auch Kreative, haben uns inzwischen per Unterschrift mitgeteilt, man überlässt Maschinen keine Entscheidungen über Grundrechte. Dafür gibt es den Rechtsstaat. Und egal, wie Uploadfilter im Artikel 13 oder 17 umschrieben werden, kleinere Provider können nicht mit der ganzen Welt Lizenzen aushandeln. Das ist absurd. Die kostspielige Filterpflicht bleibt. Plattformregulierung sieht anders aus. Digitalsteuer, ethische Algorithmen, strenges Kartellrecht. Und deshalb lehnen wir das Ergebnis der Trilogs ab. Lasst uns bessere Lösungen finden. Es geht nicht um Marktbereinigung, sondern um freie Kommunikation im 21. Jahrhundert, analog und digital. Mr. Batten, 1 minute. Herr Batten, eine Minute Redezeit. Ja, das geht gegen faires Urheberrecht, um den Schutz der legitimen Rechte der Urheber. Aber hier jetzt geht es um den Schutz der Interesse multinationaler Unternehmen, um die Maximierung ihrer Profite. Es geht um die Kontrolle der Meinungsfreiheit, wenn die Medien und das politische Establishment nicht einverstanden sind. Da gibt es ja schon viele Plattformen, die so genutzt werden. Und das wird jetzt institutionalisiert. Die Zensur wird institutionalisiert. UKIP und andere wollten eine Abstimmung haben über die Geschäftsführung. Ansonsten wäre das ja letztes Jahr schon durchgegangen. Aber die Mitglieder sollten sehen, dass ja schon in Bälde die Europawahlen anstehen. Und die Wähler sollten genau schauen, wer wie abgestimmt hat bei diesem Richtlinientext und sollten dann gegen diese am 23. Mai abstimmen. Die Europäische Union und politische Medien-Establishment wollen Meinungsfreiheit einsetzen und zensieren. Wenn die Mitglieder des Parlaments für die Richtlinie sind, verdienen sie es auch, ihren Sitz zu verlieren hier im Hause. Herr Sosniac, für eine Minute. Das Internet jetzt ist eine Mini-Welt geworden und es mangelt hier auch an Regulierung. Das Internet ist ein Beispiel dafür, wie die Welt sich entwickeln könnte, wenn man sie nicht einschränkt. Das Internet ist die letzte Bastion der Freiheit des. Deshalb können sie nachts nicht schlafen, weil es zeigt, dass ihre Verordnungen und Richtlinien unnötig sind. Die Welt stünde besser da, gäbe es sie nicht. Man sollte das Internet sich einfach entwickeln lassen. Wenn diese Worte wie zusätzlichen Mehrwert, wenn wir uns nicht darum kümmern würden, wäre unser Leben einfacher. Deshalb versuchen sie, das Internet zu zerstören und immer auf die Bremse zu treten, wann immer das möglich ist. Aber wir wollen nicht, dass sie auf die Bremse treten. Wir wollen vorankommen. Wir wollen diese Internetfallen nicht. Wir wollen, dass die Kulturschaffende ohne Regulierungen arbeiten können. Für eine Minute, Herr De Grandes Pasquale, jetzt, meine Damen und Herren, der Artikel 13 versucht einfach nur, den Plattformen Verantwortung zu geben. Sie sollen haften, nicht mehr, nicht weniger. Im Internet werden viele Urheberrechte verletzt, weil jeder alles hochladen kann, was er will. Auch Inhalte, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Sprich, sie sind Eigentum eines anderen. Das Urheberrecht ist genauso ein Eigentumsrecht wie andere Eigentumsrechte. Wir müssen die Werte der Künstler und Urheber schützen und das ganz eindeutig. Ich denke, jetzt müssen die Plattformen haften, nicht der Einzelne, denn die Plattformen profitieren von den Inhalten. Sie generieren Werbeeinnahmen und sie können mit den Daten handeln. Und ich denke, es geht hier darum, dass wir sehen, dass das Ergebnis des Trilogs ein positives ist. Es entspricht dem Ziel, das Ungleichgewicht zu beseitigen, das durch die digitale Welt entstanden ist. Und es verdient unsere Unterstützung. Vielen Dank. For 1 minute, Mr. Für die sozialdemokratische Fraktion Timo Wölken, der deutsche Abgeordnete. Frau Präsidentin, vielen Dank.
Nur Google ist gegen diese Reform, sagen die Befürworterinnen und Befürworter der Richtlinie. Aber das stimmt nicht. Dagegen sind der Bundesdatenschutzbeauftragte, der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch viele Urheberinnen und Urheber. Diese Reform führt dazu, dass Verwerter stärker werden, aber nicht Kreative. Die Wahrheit ist, in dieser Debatte geht es mittlerweile um viel mehr als um das Urheberrecht. Es geht um den Umgang mit unserer Demokratie. 5 Millionen Menschen, die eine Resolution unterschreiben, werden von der Kommission als Mob bezeichnet. Kritische junge Menschen werden von den politischen Gegnern, Befürwortern der Reform als ferngesteuerte Bots und Computerprogramme bezeichnet. Demonstrierende junge Menschen werden, ihnen wird unterstellt, dass sie ein Demogeld von 450 Euro annehmen und nur deswegen demonstrieren gehen. In dieser Debatte geht es um den Zustand unserer Demokratie und wir müssen insbesondere die jungen Europäerinnen und Europäer ernst nehmen, die arge Bedenken mit dieser Reform haben, die ihr Internet, so wie Sie es kennen, tatsächlich zerstören wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen Artikel 13 streichen. Mr. Vulcan, we have a blue card request. Wir haben eine blaue Karte. Akzeptieren Sie eine blaue Karte? 30 Sekunden. Ja, lieber Kollege, du hast gerade aufgezählt, wer jetzt alles außer Google noch gegen die Reform ist. Die Justizministerin und Spitzenkandidatin der deutschen Sozialdemokratie, Frau Barley, hast du jetzt in der Aufzählung vergessen. Wie ist denn jetzt ihre Position? Sie hat ja im Rat dafür gestimmt und jetzt ruft sie überall auf den SPD-Veranstaltungen, haltet den Dieb, wir müssen dagegen stimmen. Von daher, das ist mir jetzt nicht so ganz klar und erhoffen wir jetzt noch ein bisschen Aufklärung von dir. Lieber Dennis, es ist mir eine Ehre, dir zu helfen. Die Bundesjustizministerin lehnt Uploadfilter ab und musste sich der Bundeskanzlerin geschlagen geben, die einen Deal mit der französischen Regierung abgeschlossen hat, wie die FAZ gestern berichtet hat. Es gibt den Tausch angeblich, und die FAZ macht sowas ja nicht einfach so öffentlich, Gas gegen Uploadfilter, das ist der Grund. For 1 minute, Mr. Luca, you have the floor. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja schon erstaunlich, was die FAZ da aufgedeckt hat, nicht wahr? Also ganz augenscheinlich werden da sachfremde Zusammenhänge hergestellt und es wird irgendwie ein Tauschgeschäft gemacht zwischen Nord Stream 2 einerseits und den Uploadfiltern andererseits. Das ist, glaube ich, nicht der Stil, in dem wir hier Politik machen sollten. Wir sollten sachgerecht fragen, brauchen wir denn tatsächlich diese Uploadfilter, um den völlig unbestrittenen Urheberrechtsschutz durchzusetzen? Niemand will ja den Künstlern ihre Einnahmen nehmen, aber ist es tatsächlich nötig, dass man das mit diesen Filtern macht? Und wenn dann in diesem Hause behauptet wird, dass das Gesetz überhaupt keine Filter vorsehe, dann ist das einfach unwahr. Denn selbstverständlich steht im Gesetz drin, jede Plattform muss, bevor sie den Content öffentlich macht, erst einmal überprüfen, ob Urheberrechte tatsächlich verletzt werden dadurch. Diese Überprüfung ist eine Filterung und deshalb ist ein Uploadfilter in diesem Gesetz drin. Dieser Uploadfilter führt aber zum Overblocking. Er führt gerade dazu, dass die kleinen Künstler, die noch keinen Vertrieb haben, noch keinen Verleger haben, dass die nicht imstande sein werden, ihren Content zu verbreiten. Und deshalb ist das wettbewerbsfeindlich, was hier passiert. Wir sollten Artikel 13 streichen aus der Urheberrechtslinie und sie ansonsten verabschieden, weil der Urheberrechtsschutz als solcher wichtig ist. Vielen Dank. Thank you. 1 minute, Madam Thurm. Danke schön. Eine Minute, Frau Thurm. Thank you, Chair. Die Tatsache, dass diese Richtlinie 2,5 Jahre gebraucht hat, hat sie auch nicht besser gemacht, leider. Es ist von Akademikern, Digitalrechtern, den Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit aufgezeigt worden, dass dies wirklich problematisch ist, was die Meinungsfreiheit angeht. Jeder hat das Recht, Informationen zu suchen durch jegliche Medien und ohne Grenzen. Aber hier werden mit Artikel 11 Hindernisse aufgestellt auf dieser Suche nach Informationen. Die Rechte der Kulturschaffenden müssen geschützt werden, aber Kulturschaffende und Rechtehalter sind auch nicht die gleichen, jedenfalls nicht unbedingt. Hier bekommt eine kleine Gruppe mehr Rechte als der Rest. Es hat noch im letzten September eine ganze Reihe von Alternativen auf dem Tisch gegeben. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Jetzt kann man Artikel 11 oder 13 nur entweder nehmen oder streichen.
Ich bin für eine Streichung. Herr Andersson, eine Minute. Danke schön, Frau Präsidentin. Ich möchte diese lächerliche Verschwörungstheorie von der Lobby sprechen, der Unternehmen, dass diejenigen, die ein freies und offenes Internet befürworten, bezahlt wurden und von Google und Facebook beeinflussen würden. Das ist einfach Quatsch. Wir haben uns ins Zeug gelegt, und zwar seit Jahren gegen diese Internetgiganten. Wir haben uns für Datenschutz eingesetzt, für die Privatsphäre der Menschen, gegen monopolistische Tendenzen. Ich möchte Sie gerne treffen, Google und Facebook, dort, wo es weh tut, dass Sie Ihre Steuern bezahlen. Ich trete für eine Digitalsteuer ein, für Privatsphäre-Vorschriften. Wir finden auch, dass Sie Verantwortung übernehmen für das, was Sie tun. Aber das ist nicht an dieser Stelle richtig. Ich glaube Ihnen nicht. Ich vertraue Ihnen nicht, Google und Facebook. Vertraue aber den Experten, die gesagt haben, dass Artikel 11 und 13 negativ seien für das Internet und keinen Kollateralschaden bedeuten sollten. Dankeschön. Max Anderson hat für die Grünen das letzte Drittel dieser Debatte hier eröffnet. Es ist Zeit, eine zeitgesetzliche Regelung zu erlassen, um die nordamerikanischen Giganten zu zwingen, den Kulturschaffen ein gerechtes Entgelt zu zahlen. Man versteht natürlich den Druck und auch den Hunger der digitalen Giganten, denn die europäischen Kulturschaffenden, Herr Kawada hat ja daran erinnert, haben einen Umsatz von über 300 Milliarden. Heute arbeiten mehr im Kultursektor als im Bereich Automobil. Und worüber wir hier diskutieren bei der Urheberrechtsrichtlinie und dem Leistungsrechtsschutz, ist Pluralismus. Die Richtlinie schafft einen ausgewogenen Rechtsrahmen. Die Plattformen müssen Journalisten und Kulturschaffende respektieren. Gleichzeitig gibt sie eine Rechtssicherheit, die es bisher nicht gibt. Alle haben damit Zugang zum Wissen und die Kultur kann sich erneuern, indem wir sie schützen. Die Inhalte müssen geschützt werden und nicht deren kostenloses Abschöpfen. Vielen Dank. Mr. Scholtek, for one minute, please. Herr Scholtek. Ta wersja dyrektywy nadal wprowadza. Vielen Dank, Frau Präsident. Diese Richtlinie wird Zensur einführen, und zwar auf einer Ebene, die wir nicht mal in kommunistischen Ländern hatten. Denn ich glaube, hier braucht man gar nicht mehr offene Türen einrennen. Aber die Bürger Europas, an sie muss man richten, wenn ihr nicht den Rest eurer Freiheit verlieren wollt, müsstet ihr eigentlich eure Regierungen zwingen, die Europäische Union zu verlassen und sich am Brexit inspirieren. Dieses bürokratische Monstrum sollte man verlassen, das bürokratische Monster Europäische Union. Wir sollten eine wirkliche Union schaffen, eine Union der Nationen, eine innovative, sich erneuernde Union. Man sollte gegen die stimmen, die hier dafür stimmen. Da gibt es eine blaue Karte. Nehmen Sie die von Herrn Strojewski? Frage? Akzeptieren Sie eine Frage von Herrn Strojewski? Bardzo dziękuję. Powiedział pan, że jest pan ja, vielen Dank. Also der Kollege ist gegen die Richtlinie und gegen die Entlohnung von Kulturschaffenden, aber für den Brexit. Sie sind ja Parteiführer einer solchen Partei, deren Hauptziel es ist, Polen aus der EU zu führen. Wir haben noch eine blaue Karte und die fassen wir vielleicht zusammen, Herr Kawada. Ganz kurz.
Also er ist vollkommen überzeugt, dass man aus der Europäischen Union austreten sollte. Warum kommt er denn dann hierher, wenn das so schmerzhaft für ihn ist? Micro, please, sir, your microphone. Just one moment. Your microphone. Please press the microphone. Tak, ja tutaj publicznie w tym parlamencie jakiś miesiąc temu głosiłem. Ich komme hier doch mal her, vielleicht schon einen Monat her, dass ich mal hier war, aber ich bin einfach dafür, dass Länder aus der Europäischen Union austreten, um eine neue Union zu gründen, nicht dieses bürokratische Ungetüm. Und ich verstehe da die Frage gar nicht. Ich kämpfe dafür in Polen, dass das passiert, unser Austritt. Wenn ich hier bin, dann vertrete ich natürlich meine Meinung. Wenn die EU sich nicht verändert, dann müssen wir halt gehen. Und wenn man sich diese Richtlinie ansieht, was da passiert und was mit anderen Richtlinien so passiert ist, die verabschiedet worden sind, ja, da zeigt sich doch, dass sich hier gar nichts verändert. Und das verändert auch nicht meine Meinung. Wir müssen einfach raus und neu anfangen. Denn die Union, wie sie ist, ist ein Ungetüm. Ja, das war eine Antwort auf eine Frage, aber nicht die andere. Wir haben jetzt aber keine Zeit, Herr Salin. Dankeschön, Frau Präsidentin. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken, und zwar bei Kollege Axel Wotz für diese hervorragende Arbeit, die er bis heute geleistet hat. Denn ich denke, das ist eine der wichtigsten Kämpfe hier in der jetzigen Legislaturperiode, die jetzt zu Ende geht. Denn es geht um die Kreativität, das ist Arbeit und Kunst Europa. Und deshalb ist es so, wofür wir eintreten. Und deshalb lieben die Europäer Europa, weil wir genau das alles verteidigen. Und die Kollegen, die gegen diese Richtlinie sind, sollten doch mal eins überdenken. Wenn die Internetplattformen Milliarden Dollar kassieren wollen über die Werbung, müssen sie doch auch den Wert der Arbeit, der Werke anerkennen. Denn wer kassiert denn sonst außer ihnen? Vielleicht gibt es ja in Google Werbung. Aber dann würde das Ganze demokratisch laufen. Frau Reda, Sie haben über junge Leute gesprochen. Aber bei diesen jungen Leuten sind Jungen und Mädchen, die $3 zahlen für den hervorragenden Journalismus, den sie tätigen, genau weil sie die Plattform sie nicht bezahlte. Denn wenn sie dafür eintreten wollen, für diese Menschen, dann sollten sie für das Copyright eintreten. Für eine Minute hat jetzt Herr Grammatikakis das Wort. Vielen Dank. Schlacht um das intellektuelle und geistige Eigentum begann als eine Diskussion, aber hat sich jetzt verwandelt in eine Schlacht um die Seele Europas und seiner Kultur. Es geht darum, dass Angebote auch im digitalen Zeitalter überleben. Ich denke, es ist wichtig, dass die EU den Mut hat, hier die großen Technologiegiganten herauszufordern. Die haben ja die Möglichkeit, die Bürger irrezuführen. Es erstaunt mich, dass einige Kollegen das überhaupt immer noch nicht verstehen, auch nach 2,5 Jahren Verhandlungen und Diskussionen und 5 Abstimmungen im Plenum. Jetzt liegt uns das bestmögliche Ergebnis vor. Und es ist eigentlich doch sehr bedeutsam, dass die Richtlinie von allen offiziellen Gremien unterstützt wird und auch von den Künstlern. Und ich fordere zusammen mit dem Berichterstatter alle Kolleginnen und Kollegen auf, die für ein offenes, freies und faires Internet sind, das Ergebnis des Trilogs zu unterstützen. Es ist gut für die Zukunft Europas, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es ist gut für unser aller Zukunft. Vielen Dank. Herr Sulik, eine Minute.
Vielen Dank. Diese Richtlinie über das Urheberrecht bzw. dieser Entwurf beeinträchtigt die Freiheit im Internet, vor allem die Artikel 11 und 13. Und deswegen hatten wir auch vor kurzem die Wikipedia ausgeschaltet gehabt. Nach Artikel 11 soll alles unter Urheberrecht fallen, außer ganz kurzen Abschnitten. Es ist leider nicht festgestellt, was es bedeutet. Sind es drei Worte oder drei Sätze? Artikel 13 führt die Verantwortung der Betreiber ein, für die Betreiber der sozialen Netzwerke oder Plattformen, dass die Inhalte nicht gestohlen sind. Das wäre, als ob ein Parkplatzbetreiber dafür verantwortlich gemacht werden würde, dass die Autos, die da abgestellt sind, nicht gestohlen sind. Mehr als 5 Millionen Menschen haben die Petition gegen diesen Artikel unterzeichnet. Das ist mehr, als sich für die Zeitänderung geäußert haben. Deswegen bin ich überrascht, dass der Rat und die Kommission den Willen der Wähler ignorieren, wie sie den Printmedien unterlegen sind. Ich habe den Antrag zusammen mit einer Gruppe Abgeordneten eingereicht, dass Artikel 11 und 13 gelöscht werden sollen, aber ich werde trotzdem für die Richtlinie stimmen. Vielen Dank. Herr Bogovic. Herr Präsident, wir alle haben doch das Recht, uns frei zu äußern im Internet. Und auch Schutzrechte gibt es, unabhängiger Journalismus, kulturelle Werke. Das sind doch die Grundlagen unserer Gesellschaft. Und diese Debatte scheint jetzt aufzuzeigen, dass diese Rechte sich widersprechen, aber das stimmt nicht. Axel Voss arbeitet doch jetzt ganz ausgezeichnet seit 2,5 Jahren und wir haben eben die großen Plattformen, die kräftig Geld verdienen und die diese Profite den Autoren und Kulturschaffenden gar nicht weitergeben. Wenn wir unabhängigen Journalismus wollen, wenn Unabhängigkeit bestehen bleiben soll, dann müssen wir für die Richtlinie stimmen. Wir hatten natürlich sowieso schon Probleme mit den großen Plattformen, aber wir sind doch hier, um die Kulturschaffenden zu verteidigen. Meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, das gelbe Schild mit dem Yes, Vote Yes. Im Deutschen Bundestag wäre das möglicherweise schon sozusagen Grund für einen Ordnungsruf gewesen. Aber Mariette McGuinness, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, ist offenbar kulant in diesem Punkt. Kulant ist sie nicht, was die Zeiten angeht. Sie führt das hier straff durch. Es geht darum, die Schöpfung zu unterstützen, das Kulturschaffen. Und das können wir nur tun, wenn wir eine gerechte Entlohnung vorsehen. Diese Richtlinie, dieser Text ist ausgewogener, weil wir damit auch die Wertschöpfungskette entsprechend berücksichtigen. Und ich verstehe nicht, weshalb einige Vertreter der Linken einmal sich einsetzen für Urheberrechte, aber auf der anderen Seite dagegen sind, dass wir den großen Plattformen auferlegen, Lizenzen zu erwerben. Das ist keine Überwachung, es ist auch keine Gefährdung, sondern diese Richtlinie entspricht den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Und eins wird dadurch gestärkt, nämlich die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit des Kulturschaffens und gerechte Entlohnung für seine Arbeit. Sir, Mr. Blanco Lopez. Herr Blanco Lopez, ich habe jetzt zwei blaue Karten. Akzeptieren Sie die beiden Fragen mit der blauen Karte? Herr Rübig und Frau Matthäus. Herr Rübig, 30 Sekunden. Vielen Dank. Ich wollte an Blanco Lopez eigentlich nur fragen, ob es stimmt, dass alle nicht gewerblichen Nutzer in Zukunft von der Haftung befreit sind, wenn sie ab- und downloaden? Madam Matthias. Frau Matthias. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Ich möchte den Kollegen mal fragen. Sie haben ja gesagt, es gäbe keine Schöpfung von Werken, wenn sie nicht entsprechend vergütet werden. Sagen Sie doch mal, wo das steht in der Richtlinie, wo in der Richtlinie steht, dass es dann eine angemessene Vergütung gibt der Kreativen. Ich habe das nicht gefunden. Zensur gibt es, aber hier steht es nirgendwo, dass es eine angemessene Vergütung gibt. Sagen Sie mal bitte, an welcher Stelle das genau steht. Danke.
Ja, es geht darum, die Wertschöpfungskette ins Gleichgewicht zu bringen. Die großen Plattformen müssen ihren Beitrag leisten. Sie müssen die Kulturschaffenden gerecht entlohnen. Man muss den Wert des Kulturschaffens entsprechend belohnen. Und insofern verstehe ich die Stimme der Linken nicht. Sie sprechen für einige wenige und sind zum Schaden der Arbeit der Kulturschaffenden in unserem Lande und in Europa. Sir, I'm not sure if you Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sie die Frage von Herrn Rübig beantwortet haben, Herr Blanco Lopez. Herr Rübig hatte da auch noch eine Frage. Wollen Sie die beantworten? Aber er hat die Frage doch schon gestellt. Die Frage wurde schon gestellt. Können Sie sich noch an die Frage erinnern? Herr Rübig, vielleicht können Sie noch mal wiederholen. Ich wollte Herrn Blanco Lopez fragen, ob es stimmt, dass alle nicht gewerblichen Nutzer von der Haftung dadurch befreit sind und dass das deshalb die Klagsindustrie normale Bürgerinnen und Bürger nicht mehr klagen kann auf Verletzung des Urheberrechts, sondern dass das in Zukunft ausschließlich in der Haftung der dementsprechenden Plattformen sich befindet. No, no creo que eso sea. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Move now to our next speaker for 1 minute, Mr. Nächster Redner, Herr Pissas. Ich denke, das ist ein ausgewogener Text, der die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt. Aber für die Welt des Sports ist es eine Enttäuschung, weil die Rechte der Sportveranstalter hier nicht berücksichtigt werden. Ursprünglich gab es ja im September bei der Abstimmung im Plenum fast 400 Stimmen, die für einen entsprechenden Änderungsantrag gestimmt haben. Wir haben ja auch dieses Urteil für die Premier League und die Kommission hatte ja damals zugesagt, die entsprechenden Schutzsysteme zu prüfen, aber die Kommission hat sich dazu entschieden, nur eine allgemeine Erklärung abzugeben. Natürlich ist es wichtig, die Rechte der Kulturschaffenden zu schützen, aber auch die Rechte der Sportveranstalter müssen geschützt werden. Natürlich werde ich für diesen Text stimmen. Er scheint mir unerlässlich, die Rechte der Kulturschaffenden in Europa zu schützen. Madam Regner, for 1 minute, please. Frau Regner. Dankeschön. Die Debatte zeigt hier, wir leben lebendigen, leidenschaftlichen Parlamentarismus. Wir sind uns nicht einig bei vielen Dingen, aber auf alle Fälle, glaube ich, ist in diesem Saal heute niemandem langweilig geworden. Das Urheberrecht ist nicht mehr zeitgemäß, da sind wir uns einig. Internetgiganten verdienen und viele Künstlerinnen und Künstler sehen nichts davon, gerade die nicht groß verdienen, die nicht Hits am laufenden Band produzieren, die nicht irgendwelche Top-Bestseller schreiben, die brauchen dass wir entsprechende Lösungen finden, weil die leben immer prekärer. Wir müssen also das Internet wir dürfen es nicht zerstören, aber wir müssen das Urheberrecht an das Internet anpassen. Ich bin dagegen, dass private Internetkonzerne auf Kosten der Informations- und Meinungsfreiheit aller die Rechte von Kreativen, von Künstlern und Künstlerinnen durchsetzen sollen. Und deshalb das Konzept einer umfassenden Haftung der Plattformen führt zu Uploadfiltern und diese unausweichlich zu Zensur im Internet. Mein Anliegen in diesem ganzen Prozess war und ist es immer, gerade die Kreativen besonders zu schützen. Die sollen ein entsprechendes Recht haben, dass sie eine angemessene und faire Vergütung bekommen. Und insofern bin ich absolut enttäuscht mit dem Ergebnis im Verhältnis zu dem, was wir im Rechtsausschuss abgestimmt hatten. Über den Redner war die letzte Rednerin, die Sozialdemokratin, in dieser Debatte. Was wir jetzt noch haben, bevor der Kommissionsvertreter und nochmal Axel Voss sprechen, ist das Catch-the-Eye-Verfahren. Dafür haben wir 5 Minuten, also ohne Anmeldung fragen. Ich will mich zuerst bedanken bei dem Autoren dieses Entwurfs, beim Axel Voss, für seine große, verantwortungsvolle, mutige Arbeit. Denn wir stehen einer großen Kampagne entgegen. Ich werde für diese Richtlinie stimmen, denn
ich denke mir, dass diese überarbeitete Fassung sehr gut die Interessen auswiegt zwischen den Plattformen und zwischen den Herausgebern, Verlegern, Autoren und uns Verbrauchern. Die nicht gewerblichen Plattformen sind ausgenommen und auch die Bildungsplattformen. Artikel 13 weckt die größten Emotionen und wurde zum Symbol gegen die sogenannte Zensur. Die Kritiker haben allerdings keinen konstruktiven Vorschlag vorgelegt, wie man sonst die Urheber vergüten soll. Wie soll man verhindern, dass die Urheber um ihre Werke bestohlen werden? Es geht nicht nur um die Autoren, um die Urheber. Es geht auch um uns Konsumenten. Deswegen werde ich dafür stimmen. Danke. Wir haben jetzt eine blaue Karte von Frau Konecz. Normalerweise machen wir das nicht bei den spontanen Wortmeldungen. Aber jetzt mache ich eine Ausnahme. Frau Konecka. Sorry, will you accept, Madam Shodrova? Ja. Oder nehmen Sie diese Anpassung, hatte ich gar nicht gefragt. Ja, danke. Danke. Ich möchte Frau Kollegin fragen, wenn Sie über die Antikampagne redet, wie kommen Sie sich vor, wenn Sie sehen, dass einige Vertreter der tschechischen Verleger uns bedrohen, dass sie hoffen, dass die Journalisten alles dafür tun werden, dass diejenigen, die dafür stimmen werden, gegen die Ansicht der Herausgeber, werden sie zum Stoppstand kommen im Pressmedien. Was ist das denn für eine Kampagne, wenn Sie hier über eine Antikampagne sprechen? Es ist eine Erpressung, nicht? Nichts weniger, nichts mehr. Und das sollen wir sein, die nur eine andere Meinung haben? Ich möchte sagen, dass das, was ich an der ganzen Diskussion schätze, ist die Offenheit, die Transparenz und letzten Endes auch die Demokratie. Wir werden demokratische Entscheidungen treffen. Wenn Sie sich erpressen lassen, ist das Ihre Sache. Ich lasse mich nicht erpressen. Kampagne ist Kampagne. Es obliegt uns, die Argumente abzuwiegen und eine gerechte Lösung zu finden zwischen Autoren, zwischen Konsumenten. Lassen wir uns nicht manipulieren. Verteidigen wir, argumentieren wir und stimmen wir ab. Herr López Aguilar, Frau López Aguilar. Ja, Frau Präsidentin, seit fast 3 Jahren Arbeit, denke ich, sollten wir auch zu einem verhältnismäßigen gerechten Schluss kommen, der auch ausgewogen ist. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das Europäische Parlament nicht versucht hat, die Grundrechte und auch die Rechte der Urheber zu schützen. Es geht um die Kulturschaffenden, deren Freiheit, deren Schöpfung. In der spanischen Verfassung steht das so, auch in der Charta der Grundrechte. Und wir versuchen, die Schutzbedürftigsten zu schützen. Und in der Wertschöpfungskette sind die Kulturschaffenden das Schwächste. Die großen Plattformen, die handeln mit unseren Daten, die zahlen aber ihre Steuern nicht, die organisieren massive Trollkampagnen, um das Europäische Parlament und seine Abgeordneten zu erpressen. Die gute Nachricht ist, dass nach dieser Richtlinie das Internet weiter bestehen wird, aber dass die Beteiligten besser geschützt werden. Die Präsidentin unterbricht, Sie haben nur eine Minute. Herr Marinho, geht doch. Senhora Presidente, senhores caros colegas. Frau Präsidentin, ich verstehe, dass die großen Internetgiganten, Google, Amazon, Facebook, Apple und so weiter, wie sie alle heißen, gegen diesen Richtlinienentwurf sind. Denn dadurch werden ihre Gewinne natürlich bedroht, die sie über Jahre eingefahren haben in Europa. Dadurch, dass gratis, kostenlose Inhalte angeboten wurden von europäischen Urhebern. Ich kann das nachvollziehen, dass Frau Julia Reda dagegen ist, denn sie ist die allgemeine Handhabung der Piraterie. Und das heißt ja nicht umsonst Piratenpartei, also eine Partei, die gegen die Urheberrechte ist. Ich kann das nachvollziehen, dass einige der Rechten auch gegen diese Richtlinie sind, aus offensichtlichen Gründen, weil die gegen die Europäische Union sind, also die Rechtsextremen. Aber ich kann nicht verstehen, dass die nationale Kultur, die europäische Kulturverteidigung hier gegen diesen Richtlinien sind. Das kann ich nicht verstehen. Mr. Pimento López.
Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Das ist ein Kampf der Giganten und das hat nichts zu tun mit den Interessen der Großen oder der Kleinen, sondern hier geht es um die Verteilung von Inhalten, ohne dass die Kulturschaffenden gerecht entlohnt werden. Das ist Ungleichheit und Prekarität für die Betroffenen. Es gefährdet die Pressefreiheit, das Kultur schaffen und es wird immer weiter Monopole und Konzentrationen im digitalen Bereich geben. Wir hatten Vorschläge vorgelegt, die den Kulturschaffenden und Journalisten und der Presse die Möglichkeit geben, von ihren Werken zu leben. Das ist wichtig für die Kultur Europas und die Pressefreiheit. Natürlich ist es nötig, dass Inhalte frei zirkulieren können, ohne Filter. Aber es ist eben so, dass die großen Riesengewinne einfahren und das auf Kosten der Kulturschaffenden. Danke. Madam Virkkunen, please, one minute. Arvoisa puhemies, tämä tekijänoikeusdirektiivi ei varmasti ole täydellinen, mutta se on viiden vuoden. Diese Urheberrechtsrichtlinie ist nicht perfekt, aber das Ergebnis eines Kompromisses und vieler Jahre von Verhandlungen. Ich möchte mich bei Axel Voss herzlich bedanken für seine Arbeit inmitten all dieser Konflikte. Es ist wichtig, dass wir die Rechte der Urheber schützen. Vielleicht könnten Sie noch mal beginnen. Schauen wir, ob die Technik dann funktioniert. Arvoisa puhemies. Ja, Frau Präsidentin, diese Urheberrechtsrichtlinie ist sicherlich nicht perfekt. Es ist ja auch selten so, dass wir perfekte Gesetze erlassen. Aber es ist das Ergebnis von 5 Jahren Arbeit und eines Kompromisses. Und mein Dank gilt Axel Voss und allen, die an dieser Arbeit beteiligt waren. Wir müssen die Rechte der Produzenten und der Kulturschaffenden auch im digitalen Zeitalter schützen. Das ist ein gutes Prinzip auch in der digitalen Welt. Und es ist wichtig festzuhalten, dass die Urheberrichtlinie kein Verstoß gegen Meinungsfreiheit ist. Sie bedeutet auch kein Blocken von Inhalten. Es bedeutet einfach, dass die Netzwerkplattformen, die kommerziell die Werke der Urheber vertreiben, entsprechend auch zur Rechenschaft gezogen werden. Die brauchten dann eine Lizenz und das ist ein gutes Prinzip. Frau Gebhardt als nächstes. Dankeschön, Frau Präsidentin. 2 Gründe, warum wir dieser Richtlinie nicht zustimmen sollten. Zunächst einmal, Start-ups sind nicht wirklich ausgenommen und werden nach 3 Jahren gezwungen, Filter der großen Unternehmen zu übernehmen. Das ist ein wunderbares Geschäftsmodell für die großen amerikanischen Unternehmen und das ist wohl nicht das, was wir uns wünschen können. Nicht einmal das, wofür die Richtlinie eigentlich vorgesehen ist, der eigentliche Zweck der Richtlinie, die angemessene Vergütung von Autoren und Künstlern zu erzielen, gewährleistet sie. Denn diese Rechte werden in den Erwägungsgründen total verwässert. Und ich denke, das ist nicht das, was wir haben wollen, sondern wir wollen starke Rechte für die Kreativen. Und diese werden hier nicht gewährleistet, denn nur diejenigen, die für Verlage arbeiten, sind in dem Schutz. Und all die anderen, die ganz frei arbeiten, die haben diesen Schutz nicht. Und das ist, glaube ich, genau das Falsche. And this is the last speaker on Catch the Eye, Madam Costa. Frau Costa, als letzte Rednerin jetzt bei den spontanen Wortmeldungen. Bitte schön. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Wir Europäer sollten doch ehrgeizig sein mit diesem Richtlinie, sollten der Welt zeigen, dass auch bei digitalen Systemen nicht die Rechte von Personen verletzen kann und die Arbeit nicht bezahlt wird. Man sollte in Kompetenzen und Professionalität investieren. Die Einschüchterungskampagnen gegen die europäischen Personen sind inakzeptabel. Heute versucht man, die kommerziellen
Interessen zu schützen. Schauen wir uns die großen digitalen Unternehmen an, die das Ganze über Werbung finanzieren. Aber die Urheber werden nicht angemessen vergütet. Wir müssen den großen Plattformen aus dem Silicon Valley all das erklären, Meinungsfreiheit und ähnliche Konzepte. Die Präsidentin darf die Rednerin bitten, doch in normaler Redegeschwindigkeit ihren Text zu verlesen. Wenn Sie das wünschen, den Text. Ich kann Sie nicht hören. Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht gehört. Sie haben 15 Sekunden. Ja, genau, das ist mein Problem. Das ist nämlich zu kurz, ich sagte. Also für uns geht es um die Schutze der kulturellen Vielfalt, die intellektuelle Tätigkeit. Es geht um die professionelle Arbeit von Journalisten. Millionen von Arbeitsplätzen hängen davon ab, in der Musik, im Journalismus und überall. Es geht um das Überleben des freien, profunden Journalismus. Aber wir wollen die Kultur nicht knebeln, sondern wir wollen obligatorisch Ausnahmen haben für ganz Europa, für diejenigen, der keine kommerziellen Zwecke verfolgt. Dankeschön. Mr. Faria, you were indicating. Please. Herr Faria, was wollten Sie? Sie waren nicht auf meiner Liste. Ich gebe dann Ihnen das Wort und noch jemand von der S&D. Und Frau Ward, das sind so viele. Ich gucke mal, wie wir im Zeitplan liegen. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Debatte für die Kollegen. Das Mikrofon funktioniert nicht von Herrn Faria. Ja, vielen Dank. Warum gibt es diese Richtlinie? Nicht, weil die Leute Schwierigkeiten haben, kulturelle Inhalte zu sehen, sondern weil die, die diese Inhalte schaffen, nicht fair entlohnt werden. Man bedient sich ihrer Inhalte ohne irgendeine Kontrolle. Und es gibt ja eine Gesetzgebung, die Urheberrechte schützt, und die werden hier einfach umgangen. Im Journalismus ist es genau das Gleiche. Und daran müssen wir denken, wenn zum Beispiel Texte, Musik oder Bilder genutzt werden. Die Kulturschaffenden haben das Recht, ihre Werke entlohnt zu bekommen. Der digitale Raum kann kein rechtloser Raum sein. Es ist leider so gewesen, dass die Bürger manipuliert wurden in dieser Sache. Der Redner wird unterbrochen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Frau Kommissarin. Aus der heutigen Debatte kann man es klar entziehen, dass wir wirklich das Internet regeln müssen. Es gibt verschiedene Meinungen, sogar innerhalb einer Fraktion. Wir sind davon ausgegangen, dass wir die Meinungsäußerungsfreiheit garantieren sollten, aber gleichzeitig sollten wir die Autoren und die Künstler schützen und das Entgelt sichern. Wir brauchen einen digitalen Markt, aber wir brauchen auch eine kreative Industrie. Ohne Kultur geht es nicht. Und die Menschen, die dort agieren, sollten auch Entgelt bekommen. Klar, es ist nicht ideal. Artikel 11, 13, 14, es ist alles problematisch. Aber wir haben viel darüber gesprochen. Ich denke aber, dass wir darüber abstimmen sollten, damit wir einen Schritt voran tun und damit wir diese Richtlinie auch weiterhin verbessern können. Aber wenn wir nichts tun und keinen Schritt tun, dann werden wir nichts für den digitalen Markt tun, für die Urheberrechte, für den Schutz der Urheber und keinen Gewinn haben dabei. Deswegen würde ich dazu raten, dass diese Artikel auch abgestimmt werden. Vielen Dank. Bitte für eine Minute. Ich versuche allen das Wort zu geben. Ja, vielen Dank. Das ist das dritte Mal, dass ich mich im Plenum zur Urheberrechtsrichtlinie äußere. Das erste Mal war ich jetzt Rückverweisung bzw. Rückkehr zum ursprünglichen Kommissionstext. Die Urheberrechtsrichtlinie ist notwendig, deren Überarbeitung, um den Kulturschaffenden eine gerechte Entlohnung zu ermöglichen. Die Lobbyisten versuchen hier auf uns Einfluss zu nehmen, um ihre Vorteilsposition von Anbeginn des Internets beizubehalten. Und ich denke, wir
können einfach nicht zulassen, dass der unbegrenzte Raum des Internets begrenzt wird. Hier geht es aber gar nicht um Zensur. Das sieht auch die Reform nicht vor, sondern es geht um die Haftung der Online-Plattformen. Vielen Dank. Frau Aguilar-Garcia, bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich weiß, wir sind am Schluss fast dieser Aussprache, die ja sehr kontrovers ist, nicht nur, weil es unterschiedliche Auffassungen gibt, dass es gut ist, sowas in einer Debatte zu haben, sondern weil es merkwürdig ist. Wir müssen hier den digitalen Markt regeln. Allerdings sprechen sehr viele hier mit großer Leidenschaft. Aber was mir aufstößt, ist Folgendes. Es gibt im Augenblick eine Verzerrung im digitalen Binnenmarkt. Und wir wollen hier die Rechte der Urheber regeln. Und ich denke, der Text ist wirklich sehr ausgewogen. Weshalb sind wir gegen eine Regulierung? Regulierung bedeutet doch nicht Verbot. Nein, es geht darum, dass wir Normen setzen, damit alle in diesem Markt, im digitalen Markt, wie auch im Finanzmarkt, wissen, wie die Spielregeln aussehen. Um mehr geht es nicht. Und insofern haben wir auch diese Richtlinie befürwortet. Frau Ward als nächstes. Mrs. Ward. Ich äußere mich als die Sprecherin für die Labour-Partei über Kultur in der EU. Ich habe im Kultursektor gearbeitet, habe ein kleines Unternehmen gegründet in diesem Bereich. Und dies ist die größte Reform seit 15 Jahren. Und die Macht der Großen über den Online-Inhalt wird gebremst, auch bei Nachrichten im Internet. Es wird dafür sorgen, dass Kunstschaffende fair entlohnt werden. Ein Lied muss 50 Millionen Mal auf YouTube laufen, bevor der Künstler überhaupt einen Mindestlohn erhält. Und das Copyright wird dafür sorgen, dass all diese Kulturschaffenden entlohnt werden für ihre Arbeit. Es belohnt Kreativität und stimuliert Investitionen im Kultursektor. Ich darf mich bei UK Music, Directors UK und die Writers Guild bedanken. Die Rednerin wird unterbrochen. Jetzt der Vizepräsident der EU-Kommission und Kommissar für digitale Wirtschaft, Andrus Ansip. Das Wort hat Kommissar Ansip. Thank you. Danke schön, Frau Präsidentin. Ich darf den Mitgliedern des Parlaments danken für die heutige Aussprache. Viele Redner haben über Upload-Filter heute gesprochen. Eins muss man doch ganz klar sagen, diese finden keine Erwähnung in der Richtlinie. Aber wir wissen ja alle, dass sie bereits eingesetzt werden von großen Plattformen. Wenn man gegen die Richtlinie stimmt, bedeutet das nicht, dass die Upload-Filter verschwinden. Ganz im Gegenteil. Die Richtlinie wird den Bürgern die Möglichkeit geben, wieder einiges erreichen, was sie uploaden könnten. Das ist auf jeden Fall eine eindeutige Verbesserung angesichts der heutigen Situation. Die Abstimmung über die Urheberrechtsrichtlinie ist behandelt die Nachricht an die Kreativen Europas. Wir machen uns Gedanken über sie. Wir wollen ihre Werte schützen und ihre Beiträge zu unserer Kultur schützen. Die Kultur ist das, worauf sich die europäischen Gesellschaft stützen. Das ist die Quelle unserer Werte und unserer Inspirationen. Die letzten Endes werden ja die europäischen Bürger Nutznießer von dieser Richtlinie sein. Aber rechtliche bessere Möglichkeiten schützen die Werke, die Unterhaltung und die Arbeit von Journalisten. Bei dieser Abstimmung heute geht es auch um die Möglichkeit und Fähigkeit der Europäischen Union, wichtige, komplexe Herausforderungen anzunehmen angesichts der digitalen Welt. Uns ist klar, dass es unterschiedliche Auffassungen gibt, unterschiedliche Stimmen,
Das ist ganz normal bei einer solchen wichtigen Debatte. Wir haben die verschiedenen Auffassungen vernommen und wollen sie alle respektieren. Aber wir glauben, dass der Text, das Trilogergebnisse ausgewogen ist und das Ziel verfolgt, europäisches Urheberrecht zu schützen. Nun muss man sich an die Arbeit machen und muss dafür sorgen, dass das Urheberrecht auch dem digitalen Zeitalter entspricht. Dankeschön, Frau Präsidentin, Herr Fosse und Schattenberichterstatter. Dankeschön, verehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss jetzt nochmal Axel Voss, der Berichterstatter von der EVP-Fraktion. Ich übernehme die Präsidentschaft. Herr Voss. Herr Vorsitzender, auch bei manchen Beiträgen heute in der heutigen Debatte ist wieder zu sehen, dass eigentlich Maß und Mitte dieser Debatte irgendwie verloren gegangen ist. Mit dieser Reform wird es keine Zensur geben. Mit dieser Reform wird es keine oder wird die rechtmäßige Meinungsfreiheit eben nicht eingeschränkt. Mit dieser Reform schaffen wir Rechtssicherheit für den rechtmäßigen Umgang mit urheberrechtlich geschützten Werken und bieten viel mehr Möglichkeiten für die einzelnen Nutzer und die Bürgerinnen und Bürger. Google, Facebook, YouTube machen hier eine Governance by Shitstorm. Sie verbreiten Desinformation, setzen viel Geld ein, um die öffentliche Meinung zu erschleichen. Sie zeigen, wie einfach es ist, gerade jüngere Bevölkerungsgruppen zu instrumentalisieren oder instrumentalisieren zu lassen. Und deshalb geht es heute eben auch darum, ob sich ein Parlament und unsere Demokratie heute überhaupt noch gegen mächtige Plattformen durchsetzen kann. Es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht um den Schutz eines Grundrechts, um das wir hier sprechen. Es geht um das Eigentum, es geht um das Recht auf geistiges Eigentum und es geht letztlich eben auch um eine faire Vergütung für die Urheber. Es liegt heute in unserer Hand, europäisches Kulturgut zu retten und es eben nicht der Ausbeutung von Tech-Monopolisten zu überlassen. Es liegt heute auch in unserer Hand, unseren europäischen Kreativen den dringend benötigten Schutz zu bieten. Und deshalb bitte ich Sie alle, unterstützen Sie deshalb den heutigen Vorschlag für eine ausgewogene Reform. Vielen Dank. Und das war zum Abschluss einer wirklich bemerkenswerten Debatte hier im Europäischen Parlament zu Straßburg. Axel Voss, der Berichterstatter des Parlaments für diese besondere Frage, die EU-Urheberrechtsreform. Er hat seine Mitabgeordneten nochmal aufgerufen, trotz all dem, was es an öffentlicher Begleitmusik gibt, sich auf die Stärke des Europäischen Parlaments zu besinnen und tatsächlich dann so zu votieren, wie es im Sinne auch dieses Parlaments und seiner Stärke liegt. Es geht um die komplizierte Frage der Balance zwischen Freiheit und Regulierung. Es geht auch um Rechtssicherheit. 2,5 Jahre dieser Prozess, um sozusagen einen Kompromiss zu finden. Und der Begriff Trilog, den Sie hier und da gehört und gelesen haben, bedeutet, dass tatsächlich mehrere Parteien, nicht Parteien im klassischen Sinne beteiligt waren, sondern das Europäische Parlament auf der einen Seite, die Europäische Kommission als der Anstoßpunkt für das Ganze und eben die Regierungen der immer noch 28 Staaten der Europäischen Union. Das alles zusammen in dieser Reform. Gegen 13 Uhr erwarten wir die Abstimmungen dazu. Es gibt diverse Änderungsanträge. Fakt ist, wenn diese Reform als Ganzes scheitern sollte, dann wäre es tatsächlich für eine längere Zeit, weil Sie wissen auch, Ende Mai haben wir die Wahlen zum nächsten Europaparlament und bis dato würde sozusagen keine Alternativvariante greifen. Es wird also in der Tat recht spannend. Wir bei Phoenix halten Sie dazu auf dem Laufenden. Allerdings gibt es sehr viele andere Themen, die unser Interesse und Ihr Interesse erfordern sollten. Und dazu kann jetzt sehr viel mehr sagen mein Kollege Stefan Kuller in Bonn. Herzlichen Dank.